Deswegen darf man sich davon nicht einholen lassen, glaube ich, und diesen Kack auch noch mitmachen. Weißt du, was ich meine? Sondern einfach mal sagen, ja, ja, das streitet ihr euch mal schön, aber beleidige mich, Olli Schulz, Herr Böhmermann, wir sehen uns ja. Bruce hat mir das erzählt, ich wusste das gar nicht. Sitzt nicht, egal. Was geht ab, Freunde? Hier ist Roos und ihr seid auf Roos World. Freunde, ich habe mich getroffen mit Moritz Bleibtreu. Ja, ich bin nach Hamburg gefahren, zu ihm nach Hause. Wir haben uns zusammengesetzt, wir haben gequatscht, wir haben eine Menge geredet. Es kommen auf euch zwei große Moritz Bleibtreu-Folgen. Und dann gibt es noch eine Fanfragen-Spezial. Ja, ich habe mit ihm Fanfragen gemacht. Klar, ich habe eure Fragen ihm gestellt. Das kommt dann als drittes. Freunde, ganz kurz, wir haben gesprochen über Social Media, wir haben geredet über die Zukunft des Films, ja. Filme, Netflix, wie sich das entwickelt für Schauspieler, über seine Karriere, damit ihr so ein bisschen wisst, worum es gleich geht. Und im zweiten Teil, ja, warte erstmal ab jetzt hier. Ich würde sagen, wir steigen ein und sehen uns, ist es eigentlich genug Licht? Ja, ist egal. Freunde, ich würde sagen, ich halte das Intro kurz und wir sehen uns am Ende der Sendung wieder. Macht dir keine Sorgen, wenn ich zwischendurch mal die Sachen verschiebe und so beim Sprechen. Das ist so ein Tick bei mir, aber das gehört schon fast zum Konzept. Die Leute wissen das schon. Ich habe so verschiedene Ticks, Mann. Das ist ein psychologisches Konzept. Damit schaffst du dann diese Nähe, weißt du, weil das ist dann, du kennst auch eine Triggerwirkung und so. Dann machst du irgendwas und dann wird der andere nervös und deswegen sagt er dir irgendwas. Total. Oder so intime Geständnisse raus. Das hat er so angefangen, ich wusste ja gar nicht, dass es so funktioniert. Aber es ist oft so, dass das ist schwer für mich, weniger reden, aber wenn ich weniger rede, fühlt der andere sich gezwungen, mehr zu reden. Und nein, aber das ist ja gerade das Besondere an deiner Sendung. Das Besondere an deiner Sendung ist ja, dass es ein Gespräch ist. Das ist ja der große Unterschied zu den normalen. Du fragst halt nicht, sondern du laberst halt auch. So, und das ist das Gute, weil das ändert eben die gesamte Struktur. Normalerweise ist ja genau, wie du sagst. Ne? Da kommt einer und der sagt, und mehr als dir ein paar Fragen ausdenken kannst du nicht. Aber wenn es nicht dann auch irgendwann darum geht, dass du deine Meinung zu Dingen sagst, auf die diplomatische Art und Weise, wie du das dann tust als Journalist, möglichst erstmal wertfrei. Das ist ja der Beruf als Journalist. Ja. Ne? Ja. Musst du ja erstmal neutral sein. Das ist auch richtig so. Apropos Streitkultur, was wir letztens vorhin hatten, weißt du so? Ja. Man muss ja auch erstmal zuhören. Aber es ist immer ein Gespräch. Und das ist der Unterschied zu normalen Interviews. Und deswegen sitzen wir hier. Normalerweise, wenn. Auch geil mit diese, das ist so Dings. Das erinnert mich auch so an, weißt du, wie früher so der rasende Reporter, ne? Ich hatte mit dem Pushy-Pelz auch noch drauf. Den benutzt man eigentlich, liebe Kinder, dafür, dass draußen Wind ist, ne? Aber. Es ist tatsächlich eine Gewohnheit. Du hast recht, man hätte es tatsächlich so machen können. Aber so sieht es aus wie ein Elektroschocker. Genau so ist es. Guck das. Mal. Das, als ich in den USA war, ich war ja einen Monat da, hab gefilmt und so. Also die haben mich jetzt nicht festgenommen damit, aber die haben mich ganz lange ganz komisch angeguckt. Also so. Ja, die Frisur, der Bart. Ja, ach, das sowieso, ne? Aber mir ist was Wunderbares in den USA passiert, als ich in Atlanta gelandet bin. Also ich bin Richtung LA, für alle die Leute, die es nicht wissen. Ich bin Richtung Los Angeles, richtig so Hollywood so. Aber über Hollywood können wir gleich auch noch reden. Was ein Zufall, was für ein Rüberbringer. Also, nein, aber wir können, also ich bin in Atlanta gelandet, Zwischenlandung. Das ist immer so, das ist ein riesen Transit-Flughafen, so wie, ich weiß nicht, wie man das sagt, aber so ein Dings. Und da war 90% der Mitarbeiter im Flughafen waren Afroamerikaner, also Schwarze. Und ich war in so einem Schalter und ich war ziemlich nervös, ein bisschen, muss ich sagen, also weil mir vorher alle alles möglichen Stories erzählt haben. Ne? Und Amiland, ne? Auf einmal holt einer eine Knarre raus, erschießt dich, weil du so falsch guckst. Ich wusste nicht, wie die auf mich reagieren, ne? Weißt ja, Südländer, Bad, Iran, dies, das. Und dann komme ich so und dann sagt dieser Kollege da, der meine Sachen durchguckte, so, okay und so. Und dann sagt er, are you from Germany? Und dann sagt er hinter mir, der Typ am Schalter, Weißer, der war so einer von zwei weißen Leuten, so, bisschen racist, ich sage jetzt so weiß und schwarz, aber du weißt. Er sagte, na, he is not German. Ne? Und lächelte so, wollte so, ich sehe doch, er ist kein Deutscher. Und dieser Schwarzkollege, der hat etwas wirklich Cooles gesagt. Er sagte so, also ich kann es jetzt nur so dingsmäßig rüberbringen. Er sagte so, ey, in seinem Pass steht German, so he is German.
Ja, so. Also mehr Integration, als ich 20 Jahre in Deutschland erlebt habe. So. Aber solange du die Haare so lässt, Bruce, ja, oder? Ist noch alles ganz gut in Amerika. Also so, ne, das ist, wenn du die Haare jetzt nicht ein bisschen anders hättest, dann könnte man schon, aber die Haare sind dann schon so, ah, das ist eine von diesen Hipster. Das ist dann okay, er ist nicht eine von diesen Bombenleger. Er ist nicht diese Bombenleger. Aber die Bullen da und die Bullen hier, die sind ja auch nicht doof. Die wissen schon, Bart cool oder Bart das meine ich Dings. Ja, klar. Ja, aber es war schon krass. Und apropos Hollywood, ich bin ja ein großer Filmfreak, daher treffen wir uns ja, weil ich ein großer Fan bin von Filmen und auch deine Filme natürlich. Und, aber Hollywood hat mich ja mehr als enttäuscht, Digga. Warst du schon mal da? Also in, wirklich in diesem Hollywood, wo die Sterne sind und Chinese Theater? Ja, und klar. So. Was ist das, ey? Einer liegt da, der nimmt Crack. Das ist das größte Dorf der Welt. Ja, es ist wirklich. Es ist das größte Dorf der Welt. So habe ich es. Also mir ging es natürlich genauso. Es geht jedem so. Vor allen Dingen, wenn du. Warum geht das jedem so und trotzdem ist das so fame, ey? Was ist das für eine Scheiße? So, ja, weil das erschließt sich auf den zweiten Blick, ne? Es gibt ja so Orte, die, wo du erstmal, wenn du, also klar, LA, wenn du das nicht kennst und da so hinkommst, dann ist das die größte Enttäuschung. Weil, wie gesagt, es ist das größte Dorf der Welt. Es gibt nicht wirklich ein Zentrum. Das Zentrum, was es gibt, da ist nichts los. Downtown halt. Ja. Und dann gehst du einmal, was ich, Dings unten einmal längs, Venice einmal längs, Melrose rauf und runter. Und dann denkst du dir, das war's jetzt, so kann es doch nicht gewesen sein. Ja. Wenn man da aber ein paar Leute kennt und so, dann ist das schon eine sehr geile Stadt. Aber ja, man muss sich wirklich ein bisschen auskennen. Aber es ist, die Leute verbringen ja auch die größte Zeit einfach nur in ihren Häusern, in ihren Schicken, weißt du, und sitzen da am Pool. Ja. Und dafür ist es natürlich sicherlich angenehm. Also so, und dann Winter ist es schön warm. Und, also ich mag L.A. schon ganz gerne eigentlich. Ja. Aber es ist natürlich, wenn du vorher in anderen Städten warst, oder ich habe in New York gelebt zum Beispiel, 1990, anderthalb Jahre lang, ne? Und dann denkst du natürlich jetzt, L.A. ist noch viel größer. Muss krasser sein. Noch, aber es ist, nee, das größte Dorf der Welt halt. Aber du hast anderthalb Jahre in New York gelebt. Das, wenn man mal googelt nach dir oder googelst du dich manchmal selber? Ich versuche das zu vermeiden, ab und zu, um zu gucken, ob bestimmte Sachen rausgekommen sind. Weißt du, wenn ich zum Beispiel ein Interview gegeben habe und ich will sehen, ist es da, dann google ich es einmal durch, aber sonst versuche ich das zu vermeiden. Ja, also wenn man mal googelt und wenn man nur 2 Minuten Moritz Bleibtreu googelt, kommen 3 Infos, die sind bei dir so, als hätte jemand gesagt, sag das immer oder so. Die sind in jedem Interview immer gleich. Straßberg. Hatte aber nicht so das Gefühl dazu, hat keinen Bock gekriegt. Führerschein spät gemacht, weil ich war im Ausland. Immer wieder Probleme mit Lappen, weil du immer so schnell fährst oder schnelle Autos fährst. Deswegen wusste ich gleich, wo du wohnst. die einzige fette Karre. Und was ist auch immer Standard, ist, also ich habe mir so 3 Sachen, 4 Sachen gemerkt. Wie ist das für dich? Ist das, weil das so PR-Termine sind, die so Pflicht sind? Und dann sagst du einfach immer, ja, so, weißt du, aus dem FF. Null. Das ist einfach viel eher so, dass sich das auf merkwürdige Art und Weise verselbstständigt. Es gibt dann irgendein Topic, zu dem du irgendetwas sagst, was dann unter Umständen, da wird dann ein Zitat rausgenommen, isoliert, weißt du, was ich meine, wie die Presse das so macht. Und dann wirst du darauf festgeballert. Das sind so, und dann geht es erstmal 2 Jahre darum. Ich hatte das schon die verschiedensten Themen. Ich war schon der absolute Integrationsbotschafter natürlich zu Zeiten von Knockin' on Heaven's Door noch damals, wo man sich ja überlegen muss, dass ich damals ernsthaft vom deutschen Feuilleton angefeindet wurde, teilweise sogar, weil man gesagt hat, wie kann ein deutscher Junge so tun, wie als wäre ein solcher, weißt du, das ist nicht politisch korrekt. Wo du so denkst, bitte? Das ist ja Wahnsinn. Und das, wenn du heute würdest du drüber lachen, ne? Und die Kanaken haben das natürlich genau anders aufgefasst. Die fanden das super und haben mich gefeiert dafür. Aber das Feuilleton hat so gesagt, wie kann man nur, ne? Ja. Dafür war ich schon beauftragt. Dann Drogen natürlich nach Lombok. Dann ging es erstmal 2 Jahre nur noch dort rum. Und kiffst du auch? Und so. Wo ich so. Und dann kam dies. Dann seit der Geburt meines Sohnes zum Beispiel, komischerweise auch jetzt gerade in der letzten Zeit vermehrt, Erziehung. Wo ich auch überhaupt nicht weiß, warum. Das summiert sich so. Und weil Journalisten dann, im Gegensatz zu dir, der ein Programm autonom macht, ich kann es nochmal wiederholen, deswegen sitzen wir hier, ist ja so, haben Journalisten ja den größten Teil ihrer Autonomie in ihrem Beruf vollkommen verspielt. Also ich erlebe das in jedem zweiten Interview, sagt mir dann der Journalist, ich weiß, es ist ein bisschen doof, aber ich muss dich jetzt fragen. Und ich sage immer, warum musst du mich das denn fragen? Ja. Und dann sagt, warum musst du mich denn vorwarnen? Warum musst du es überhaupt? Was ist das? Kann doch nicht sein. Du bist doch ein Journalist. Ich meine, wer hat denn gesagt, dass du das sagen oder fragen musst? Der. Okay, sitzt der hier? Ja. Ist der jetzt gerade da? Nein. Wieso musst du es dann tun? Mach es doch einfach nicht. Oder anders gesagt, wenn du dich schon darüber aufregst, dann tu es doch einfach nicht. Mach doch diesen Schritt. Und diese Leute sind oft die gleichen Leute, die dir dann irgendeinen Widerspruch als
keine Ahnung was auslegen und versuchen irgendwie ein Thema zu finden, worauf sie dich reduzieren können. Und das wird dann einfach so weitergemacht. Und ich glaube, die Chefredakteure überall da draußen, die haben auch an gar nichts anderem Interesse. Und wenn man bestimmte, bestimmte Schubladen, ein bestimmtes Schubladendenken nicht bedient, dann ist man auch ganz schnell raus. Ich habe immer oft das Gefühl, bei mir ist das so, die wissen nicht so ganz, was sie mit mir anfangen sollen. Ne? Mhm. Weil das ist alles ein bisschen komisch. Also, weißt du, das ist ein bisschen, wenn man sich mit meinen Filmen genau auseinandersetzt, dann wird man immer sehen. Also, ich habe das oft gehört von Leuten, ne? Die dann sagen, ja, was ist das, wie kann, keine Ahnung, wie kannst du einen Film mit Bushido machen und auf der anderen Seite dich für Kunstkino interessieren, weißt du? Und hochgradig komplexe, was auch immer, wie Kunstfilme machen, wo ich sage, für mich ist das kein Widerspruch. Ne? Das sind Geschichten, die ich erzähle. Ist, also okay, ich muss sagen, da bin ich raus. Das habe ich nicht so mitgekriegt, dass es so gesagt wird. So. Ich habe einen ganz anderen Zugang zu Filmen und anderen Ansatz, aber okay. Das ist definitiv so. Das ist so wie im Musikgeschäft auch. Da gibt es ja auch eine bestimmte politische Korrektheit im Umgang mit der Kunst. Genauso ist das beim Film auch. Da hast du dann die Arthouse-Filme, die Filme, die Preise bekommen. Du hast das Mainstream-Kino, was dann so ein bisschen gerade in Deutschland von den Arthäusern so ein bisschen geächtet wird und wo nicht wirklich eine gesunde, wir haben keine gesunde Beziehung in Deutschland zwischen dem, was man Arthouse nennt und Mainstream-Kino. Ja. Das ist ein Kampf, was total bescheuert ist, dass diese Lager nicht endlich zusammenkommen und man so sagt, wie die Dänen das machen oder in vielen anderen Orten. In jedem anderen Land wahrscheinlich. Nicht in jedem, aber in vielen. Ich bekomme das, also ich weiß das aus der Musikszene ja ganz krass, ist das ja mit dieser U-Musik und E-Musik, da wird Rap nicht als Kunst angesehen, Jazzmusik wird jedes Jahr unfassbar supported, oder so, dann denkst du dir so, welche Jugendliche geht freiwillig jetzt noch zu Jazz, warum müssen wir das milliardenhaft und so weiter. Das kapiere ich halt auch nicht. Ich sehe das auch im Film oder auch bei Comedy und also Comedy-Stand-Up, Stand-Up-Comedy und Kabarett ist das ja auch, wird das ja auch aufgeteilt. Es ist totaler Schwachsinn. Ich finde auch, man kann genauso ein Popcorn Michael Bay machen und dann direkt danach kann man die Frage ist halt, wo legst du den Schwerpunkt hin? Und ich habe immer wieder das Gefühl, dass in Deutschland ist es halt gerne so, und das liegt sicherlich auch irgendwo an unserer Sühne und Schuldkultur irgendwie, unter der wir auch irgendwie bis heute noch leiden, ist so ein Glas ist für jeden Menschen entweder halb voll oder halb leer. Ne? So mein Glas ist generell halb voll. Deswegen definiere ich mich über Dinge, die ich mag. Ich definiere mich nicht über Dinge, die ich nicht mag. Weißt du, was ich meine? Für mich ist es vergeudete Zeit, darüber zu reden. Gut gesagt, aber meinst du, das hat was mit dem Land zu tun? Weil du meinst, dass diese Sühne-Geschichte? Ja, total. Echt? Ja, sicher, natürlich. Kriege ich nicht mit, aber vielleicht, weil ich nicht hier geboren bin? Nee. Ich lebe ja auch schon 30 Jahre. Das ist ein ganz einfaches Prinzip, Bruce. Wenn du Kunst, egal in welcher Form, ob es sei es bildende Kunst, Musik, was es da so alles gibt, ist immer ein Ausdruck von kultureller Identität auch. Ne? Also das ist ja ein französischer Film, ist ein französischer Film, Truffaut ist Truffaut, das können die Deutschen so nicht. Sein bestimmtes Sentiment, bestimmte Hang zum Pathos oder nicht, bestimmte Erzählweisen, die das kulturell besonders machen, dass man sagen kann, das ist russisch, das gibt es. Und das hat mit Vorurteilen nichts zu tun, sondern im Gegenteil, das ist Ausdruck von Kultur. Natürlich. Und der ist ganz wichtig, wenn es um die Rezeption geht, um das Publikum. Weil wenn das Publikum, wenn es diese Identifikation nicht gibt, wirklich auf emotionaler Basis, entsteht keine wirkliche Identifikation. Wenn keine Identifikation entsteht, entsteht kein Gemeinschaftsgefühl im Zusammenhang mit dieser Kunst und immer Lager. Das heißt, der eine, der sich öffnet und sagt, finde ich geil, der andere, der sagt, kann ich nicht, das ist mir zu viel. Und das ist, was wir in Deutschland haben. Und wir haben kein Gemeinschaftsgefühl wirklich zu unserer Sprache, unserer Musik, unseren Filmen und all dem ganzen Kram. Und daraus resultiert vieles. Auch vieles von dem, was momentan wieder an dieser Diskussion jetzt hier, was du gerade miterlebst, wo du dir denkst, sind die dann alle verrückt geworden? Weißt du, was ich meine? Das hat ganz viel damit zu tun, weil sie sich da immer noch nicht so richtig gefunden haben. Und Film ist ein ganz starker Ausdruck davon. So, ne? Ja, Film, also ich muss sagen, ich finde, was du sagst, also ich kann das nachvollziehen, aber ich finde das schon richtig, sag mal, du hast jetzt richtig ausgeholt, weißt du? Und, aber ein Film ist natürlich ein sehr starker Ausdruck. Ich komme hier aus dem Iran und Iraner sind ja große Filmemacher, immer auf so kleinen Kunstbühnen haben die immer ihre Moves, aber das ist halt Exil-Iraner. Ne? Du hast halt, Film ist krass, weißt du? Du zum Beispiel, wenn ich als Kind die ganzen Kung-Fu-Filme gesehen habe, alle chinesischen Filme gehen immer nur um ein, zwei Sachen. Es geht um Liebe und um Ehre, aber es geht nie um politische Sachen. Es geht nie, weil die dürfen nicht. Ne? Film ist... Deswegen wird Film ja weltweit so krass zensiert. In so vielen Ländern haben die nicht, wir können einfach mal einen Film machen oder wir können Merkel kritisieren oder wir können, also von daher ist schon cool,
Oh, das wird sogar politisch benutzt, ganz ja, klar. Oder wurde ja in Deutschland ja auch kultiviert. Erklären, aber so. Also, wenn du dir viele Sachen im russischen Kino anguckst, ja, auch im türkischen momentan, ja, natürlich, da natürlich. Muss man schon sagen, Leute, jetzt müsst ihr mal ein bisschen vorsichtig aber sein. Aber es wird halt instrumentalisiert bisschen, ganz krass. Absolut. Ja, ja. Ich weiß das, aber ich wollte gerade sagen, kann man sagen, hat Goebbels diese Sache kultiviert, Film negativ zu nutzen gegen Propaganda richtig so? Nee, das muss man, ich weiß gar nicht, wie, ob das noch weiter zurückgeht. Ja, das muss man eher den Russen anlasten, glaube ich. Ja. Ich bin da auch nicht so ganz, aber ich glaube, da bin ich einigermaßen richtig. Was Goebbels aber gemacht hat, und das weiß ich, dass der damals sehr angewidert von der allgemeinen Propaganda war, weil die Propaganda auch zu Beginn der NS-Zeit war sehr drastisch, also dass man gesagt hat, ja, und die Schweine und so und so und bababababa und so. Das war dem zu direkt. Der war der Erste, der subtile Propaganda verstanden hat. Der verstanden hat, dass man subtil, dass man nicht mit der Brechstange draufhaut, ne? Also gut süß, ne? So dass man versucht, das ein bisschen schlauer und intelligenter zu machen. Und das kann man schon sagen, das hat er erfunden. Naja. Und das wird ja bis heute in verschiedenen Ländern, überall auf der Welt eigentlich bis zum bestimmten Grad immer wieder mal getan. Man sagt ja, absolut. Und also ich will das auf keinen Fall. Soll man mich missverstehen? Ich will jetzt nicht Hollywood mit Goebbels vergleichen, aber es ist ja bei Hollywood-Blockbustern ja sehr oft so, dass plötzlich Spider-Man springt durch die Flagge und oder wenn man so Pearl Harbor sieht oder so Movies. Oder jetzt vor kurzem habe ich wieder einen gesehen, ich war in Der Marsianer, Ridley Scott. Hab ich nicht gesehen, ja. Ist der gut? Ja, schwierig, Alter. Ja, ich dachte mir das schon. Eine Stunde 40, eine Stunde lang guckst du zu, wie ein Botaniker auf dem Mars versucht, mit 30 Kartoffeln zu überleben, weil er 4 Jahre aushalten muss. Ja, was daran spannend ist, wenn du mal jetzt, also wenn du dir den Trend anguckst, also Hollywood hat ja immer auch so ein bisschen Zukunftsspekulation betrieben. Ja, ne? Genau. Und was echt abgefahren ist, ich glaube, eingeläutet, ich weiß gar nicht, welcher Film das eingeläutet hat, aber das war irgendwann so um Emmerichs 2000, wie hieß der, 2010 oder wie der hieß, oder, keine Ahnung, wo die ganze Welt untergeht und am Ende des Tages ist die Welt wirklich, mit Will Smith, alle sind weg. Ist das Smith? Ich weiß es gar nicht. Ja. Ich weiß gar nicht. Und ab dem Moment, da gab es ganz viele Filme und das ist wieder so einer, weil da geht es ja noch einen Schritt weiter. Ja. Also was passiert, wenn die Welt dann ganz weg ist und wir fangen auf dem Mars an, Kartoffeln anzubauen? So, wo du dich fragst, wieso reden die eigentlich momentan alle immer von diesem Ende der Welt, Alter? Das ist, was mir so ein bisschen Sorgen macht. Das sind Trends, aber... aber das ist schon, da muss man, wenn du solche Trends siehst, weil das ist ja auch eine ganz spannende Frage, diese ewige Frage, so was ist, war zuerst da, die Henne oder das Ei, ne? Ist Film ein Spiegel der Gesellschaft oder kann das auch andersrum sein? Ja. Das ist ja keine so uninteressante Frage. Und es gibt sicher beides. Ja, vielleicht die interessanteste. Ja, es ist ja oft so, weil, wenn ich dich da unterbrechen habe, bei Rapmusik ist es ja immer, also im Hip-Hop ist es ja auch immer so, was war zuerst da? Der Gangster-Rapper oder der Gangster? Und wollte der Gangster-Rapper, also will der Rapper wie die Gangster sein? Und es ist ja oft so, dass es ja das eine berührt. Das andere. Genau, und der Rapper will cool sein wie der Straßengangster. Und dann sieht der Straßengangster dauernd die Videos von dem Rapper und will auch cool sein und holt sich plötzlich auch die Autos, die der hat. Und wieder, also das Wechselwirkung so. Ne? Es ist eine bizarre Wechselwirkung. Es ist eine bizarre Wechselwirkung. Und die Wechselwirkung funktioniert im Allgemeinen so, dass natürlich der Film Spiegel der Realität sein muss, weil es muss ja erstmal irgendein Vorbild gegeben haben. Und was man dann macht, ist Hollywood oder Film im Allgemeinen veredelt ja. Alleine schon über die Tatsache, dass es auf immer und ewig konserviert ist und die Leute besonders gut aussehen, weil sie gute Anzüge tragen, weil sie besonders schöne Waffen haben, weil sie gute Frisuren haben. Weißt du, was ich meine? Ja, und dadurch wiederum ist die nächste Generation Gangster beeinflusst, die dann Al Pacino in Scarface guckt und sagt, und wahrscheinlich waren die gar nicht so stylermäßig unterwegs, der originale Tony Montana, wenn es ihn je gegeben hat, weißt du so? Natürlich. Und dann wird das wieder kopiert und dann geht das weiter. Das ist eine endlose Spirale, so glaube ich ist das. Aber man kann sich auch nicht davon lossagen. Man kann also von der Verantwortung, die man da auch übernimmt irgendwo, man kann jetzt nicht nur sagen, nee, das hat keinen Einfluss, was ich tue. Das hat es sicher schon, klar. Natürlich, ganz klar. Die Frage ist nur, wie weit hält man da Menschen für mündig und so. Und ich glaube halt, dass wenn ein Mensch 18 Jahre alt ist, und deswegen ist es gut, dass wir das Jugendschutzgesetz haben, dann ist er auch reif, sich mit solchen Sachen auseinanderzusetzen und hoffentlich mit ein bisschen Abstand seine eigene Meinung zu bilden. Und dann ist das wieder relativ. Da kommt wieder die Ruhe ins Spiel. Alles mal mit Ruhe angehen, weißt du? So. Wenn man auf dem Weg hierhin, habe ich im Taxi sehr viel Zeit gehabt. habe ich was da ganz Doofes gemacht, was ganz Billiges. Ich habe einfach mal in Google eingegeben, Deutschlands Top 10 Schauspieler oder Deutsche. Und ich muss sagen,
ich will jetzt nicht so dingsmäßig rüberkommen, aber ich habe drei Sachen angeklickt und immer warst du gleich unter den ersten drei, vier Fotos. Und dann gab es eine Liste, die heißt, das Ding hieß, diese Schauspieler ziehen uns ins Kino. Mhm. Da warst du aber nicht drauf. Das ist total, ich so, hä? Und da waren Leute drauf, also ich will jetzt natürlich, wir wollen jetzt keine Beefs hier starten. Ich will Das wäre auch kein Next Level. Ja, Martin hat gesagt, nein, aber es ist witzig, weil die da drauf waren, würde ich mit meinen Laienwissen, so mit meinen Fanwissen so immer sagen, okay, die sehen alle gut aus, die sind süß und so, die sind hübsch, aber hätte ich jetzt nicht, sind jetzt für mich jetzt nicht die, aber das ist so, warum ist das so? Ich weiß, das hat wahrscheinlich vor allem was damit zu tun, dass vielleicht da mein Geschmack zu komplex ist oder so. Das ist ja wirklich, glaube ich, vor allem mal eine reine Geschmackssache. Und vielleicht aber auch, Entschuldigung, wenn ich das sage, aber du kommst ja aus einer Schauspielfamilie, man weiß das ja, man kann das ja nachlesen. Und vielleicht ist der Anspruch zum Film auch ein anderer. Ne? Das ist halt, Anspruch ist immer so, weißt du, das ist immer so ein blödes Wort, weil man damit immer so anderen Leuten etwas abspricht, was man dann meint, selbst zu haben oder so. Das finde ich eigentlich doof. Ist so, nee, ich glaube, ich habe einfach vielleicht mehr Spaß an komplexeren Geschichten als vielleicht andere Kollegen, die halt sagen, mich begeisterten, also zum Beispiel Bernd Eichinger, der ein sehr, sehr guter Freund von mir war und leider nicht mehr da ist, weil er das deutsche Kino wirklich geprägt hat, wie kaum ein anderer, hat es gibt doch diesen Begriff kommerzieller Film oder so. Ne? Ja. Und Bernd hat immer gesagt, das gibt's nicht. Das Einzige, was es gibt, ist ein populärer Film. Und kommerziell, was ist das? Wie machst du einen kommerziellen Film? Also das geht bei nicht. Kommerziell geht es dann um Geld verdienen. Genau, aber das ist ja Quatsch. Also du musst ja, wie machst du denn einen Film? Du musst ja die Leute ins Kino ziehen. Das heißt, du musst eine Geschichte erzählen, die möglichst viele Menschen... Aber gut, wenn man also machst du einen populären Film. Ne? So, du musst ja denken, was für eine Geschichte musst du erzählen, damit möglichst viele Leute diese Geschichte gucken. Und entweder du begeisterst dich dafür, solche Filme zu machen und dann ist es natürlich auch dein Anspruch, dass du sagst, ich will viele Leute damit erreichen und dann wird das Ziel sein, was du verfolgst und dann wirst du damit entweder erfolgreich oder nicht. Aber das war nie mein Ziel. Mein Ziel war immer komplexe Geschichten oder was, das kann man nicht mal sagen, Geschichten, die mich begeistert haben zu erzählen und da waren halt welche drunter, von denen ich von Anfang an wusste, das guckt kein Mensch. Und leider Gottes, die meisten, für die ich mich interessiere, guckt kein Mensch. So, immer wieder mache ich mal aber einen. Aber versteh mich bitte nicht falsch, ich wollte jetzt auf keinen Fall sagen, die Filme, die du machst, Kassengift. Guckt kein Mensch. So, das wollte ich gar keinen Fall sagen. Das ist aber so. Aber in meiner Jugend, ich will dich damit nicht alt sprechen, aber du hast mich ins Kino gezogen. Und zwar muss ich sagen, weißt du, welcher Film von dir mich am meisten berührt hat? Wirklich, ich bin mit einem Brett vom Kopf nach Hause, war auch einfach die Geschichte so krass war. Und weil ich es in der Schulzeit auch besprochen hatte, war das Experiment. Ja. Und du hast es so gut gespielt. Also ich war auch jung und ich war auf den Film gar nicht vorbereitet. Ne? Ich war auch damals schon und auch heute höre ich von meinen jüngeren Brüdern, Cousins und Freunden und so, deutscher Film, deutsche Kino, deutsche Schauspieler, ne? Alles, es muss erst in Amerika sein. Und das Ding und auch ein paar andere von dir. Es gibt Ausnahmen. Ne, immer, ne? Das verfolgt Lamborg, Chico. Aber Chico ist zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel. Ne? Ja. Chico ist ja überhaupt nicht erfolgreich gewesen an der Kinokasse. Ne? Ach krass, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Nee, okay. Normalerweise, weil ich gucke immer bei Wikipedia, DVD. Box Office. Kennst du so? Nee, gar nichts. Box Office gar nichts. Da ging nicht krass. Viel. Das ist das Problem an so einem Film ist, du brauchst natürlich mittlerweile brauchst eine große Marketing-Power. Die Marketing-Power hast du nur, wenn du ein Produkt hast, von dem du weißt, dass die Zielgruppe möglichst weit offen ist. Guck dir Hollywood an, es werden ja Filme mittlerweile, es wird ja an den Kinokassen kein Geld mehr verdient, Alter. Das ist ja vorbei, es ändert sich jetzt ja alles. Über die Streamer, wenn du dir überlegst, dass Netflix jetzt, ich glaube, weiß ich nicht, über 40 jetzt schon Millionen Abonnenten, glaube ich, haben. Ne? Das kannst du dir ja mal ausrechnen, wenn jeder im Monat 7 Euro zahlt, was die dann da verdienen. Aber das ist ja wieder bei Glas voll, Glas leer, halb voll. Ich sehe das immer positiv. Ich auch. Weißt du? Das ist keine Kritik. Nee, okay, weil ich wollte sagen, das Kinoding ist vorbei. Ja, klar, das ist kein Problem. Weil früher war Kino ja die einzige Möglichkeit, wo man zusammen einen Film gucken konnte. Heute gucke ich einen Film und schreibe dir, ich gucke diesen Film. Und in Zukunft wird es, also was heißt in Zukunft? In ein paar Monaten gibt es das ja Social TV, sodass ich sehe, während ich einen Film gucke,
30 meiner Freunde gucken das auch gerade. Und dann hast du wieder dieses Gemeinschaftsgefühl und genau. Dann guckst du auch wieder alle. Genau. Und wie, Digga, dieses Seriengame ist komplett einmal, hat sich das einmal gedreht. Das sind die Romane der Neuzeit halt, ja, ne? So. Und du hast das, im Kino hast du jetzt eine ganz klare Aufteilung. Das heißt, du auf der einen Seite hast du halt einen komplexeren Arthouse-Kinobereich, wo du dann in Deutschland jetzt kleine Budgets für hast, möglichst nicht über 2 Millionen, alles was da ist, geht noch, alles was drüber ist, wird schon schwierig. Okay. Und dann, also für die, die sich vielleicht nicht so gut damit auskennen, du brauchst für einen soliden, ordentlichen Film, so einen Film wie zum Beispiel Das Experiment, für den wirst du heute um die 6 Millionen Euro brauchen, damit du den angenehm gemacht kriegst. 5 Millionen muss man ja dir geben, damit du kommst, und 1 Million. Genau, ganz einfach, genau. Aber 6 Millionen damals gekostet? Okay. Mark, glaube ich, waren das sogar noch. Ich glaube, es waren sogar noch D-Mark. Ich wollte gerade sagen, das ist ja schon voll. Wenn ich das auf heutige Zeiten rechnen würde und überlege, was ich dafür, aus Produzentensicht, was man dafür braucht, ungefähr sowas. Ja, okay. So, damit das knackig aussieht, damit alle auch in Ordnung ruhig arbeiten können, nicht 18 Stunden am Tag drehen müssen, sondern nur 12. Und das ist ja schon viel. Du brauchst Geld dafür. Das ist ein Riesenapparat, der zwar immer mehr schrumpft. Du bist ein Beispiel dafür. Ja, aber du wirst im Film, also im Feature, so ganz wegschrumpfen kannst du den halt nicht. Und das ist teuer, einen guten Film zu machen. Und das heißt, du hast auf der einen Seite diese Filme, die natürlich dann auch dementsprechende Publikumserwartungen haben, also relativ wenig. Du kannst die nur mit wenig Kopien ins Kino bringen. Du hast keine Marketing-Power. Und auf der anderen Seite hast du High-Franchise, High-Concept-Movies, wo du weißt, okay, du nimmst einen von denen, die auf der Liste standen, weißt du, wo ich nicht drauf stehe, du nimmst den, du nimmst eine Geschichte, wo du möglichst die ganze Familie reinkriegst, das heißt, wo du wirklich weißt, okay, du kannst von 6 bis 80 finden das alle geil. Versteh mich nicht falsch, das ist keine Kritik, ne? Das muss es geben, weil wenn es das nicht gibt, dann können vielleicht der ein oder andere Film, den ich dann doch noch gerade gemacht kriege, gar nicht mehr gemacht werden, weißt du? Nur Tatsache ist, du brauchst heute mehr als einen Film, um erfolgreich an einer Kinokasse zu sein. Du brauchst ein Marketing-Argument, was darüber hinausgeht. Du brauchst ein Selling-Argument. Du brauchst Merchandise. Ja. Du brauchst Sequel- oder Prequel-Möglichkeiten. weißt du, all diesen ganzen Kram, damit du noch Geld verdienst. Ja. Weil sonst wird kein Geld mehr verdient. Und auf der anderen Seite sitzen die Netflix-Jungs in ihren Büros. Die haben noch nicht mal große Studios. Weißt du? Netflix ist und sitzen da in aller Ruhe und sagen, mach du mal. Ja, aber das ist auch nicht so einfach. Also du sagst es so, aber da hat sich halt vorher auch keiner getraut. Und es ist ja das Filmgame so. Die haben es perfektioniert. Halt, ja. Netflix ist Google, Digga. Netflix ist das, was Google gemacht hat. Weißt du, zu der Zeit, wo es, ich weiß nicht, wie viele Suchmaschinen gab. Ja. Warum ist Google so fett geworden? Ja. Digga, das weiße Feld mit dem Teil und dem Ding. Das war's. Eine reine optische Geschichte in dem Fall. Bumm. Und es hat funktioniert. Es gab Streamer ganz viele, aber 21,99 im Monat, dies, das. Dann kennst du den Content, viel zu teuer, um das weiter zu abonnieren, dann tust du es weg. Nur wegen Fußball macht auch keinen Sinn. Normale Streamer, Pay-Per-View, hat auch keiner Bock drauf gehabt. Die waren schlau. Ja. Die haben sich einen Katalog von, das sind ja gar nicht viele, wie viele Feature haben die? 400, 500, mehr sind das nicht. Katalog, ganz kleinen Katalog, aber wenn du drauf achtest, da ist nicht ein Scheißfilm dabei. Ja, du und ich kennen die alle. Ja. Jeder Cineast kennt alle Filme, die es auf Netflix gibt. Aber der normale Rezipient vielleicht nicht. Und der guckt die und merkt, da ist kein schlechter Film dabei. Der Seriencontent wird so schnell abgedatet, dass du ruhig, auch wenn du jetzt mal alles geguckt hast, denkst du dir, zwei Monate 14 Euro. Ist nicht 20 Euro im Monat wie bei Sky und so, es ist so, lass laufen. So, und darüber geht's. Ne? Und wenn du dir, wie gesagt, musst du nur ausrechnen, 40 Millionen Mal, dann... Nein, ich find's gut für den Rezipienten. Für uns Zuschauer ist das super, aber ich finde auch für dich als jemand, der in dem Geschäft ist, super, Netflix macht ja eigene Serien. Die haben jetzt Budget, die haben verdient. Amazon macht eigene Serien. Es wird immer mehr, in Zukunft wird das ja nur noch so laufen. Und das ist doch wieder eine wunderbare Geschichte, auch für Schauspieler. Die Fernsehpreise sind jetzt total in Trubel, weil die ganzen Fernsehdinger jetzt, die gehen alle an die Streamer. Jetzt kannst du aber eigentlich nicht mehr sagen Best TV, weil das ist ja kein TV. Das ist ja streng, es ist ja ein ganz anderer Vertriebsweg. Es ist ja auch wie Video, wenn man sagt, nur hast du das neue Video von Bushido gesehen, ist ja kein Video mehr. Richtig. Weißt du, dieses Wort, aber das sind, in 20 Jahren werden die Kids fragen so. Das muss ich halt jetzt alles einrenken, weil du hast halt dieses ganz große Problem, was auch viele Fernsehsender haben, dass über diese ominös ermittelte Quote, da habe ich übrigens mal einen Film zugemacht, der da auch so ein bisschen,
wie sagst du, seiner Zeit voraus war, vom Hans Weingartner, Fri Rainer. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja, klar, Fri Rainer kenne ich. Ich sagte ja, die Promo war ja lustig. Also das war mal eine andere Promo-Art. Ja. Aber das war auch noch komplett zu Fernsehzeiten. Da habe ich, glaube ich, Abitur gemacht. Ja, das war auch zu seiner Zeit echt voraus. Wenn du das heute überlegst, war das seiner Zeit sogar fast ein bisschen voraus. Aber das war ja mal ein Film, der wenigstens mal aufgedröselt hat, wie das wirklich funktioniert, diese Quotenerhebung. Und wie lächerlich das eigentlich komplett ist. Und auf wie viele Millionen sich darauf stützen, natürlich, auf dieses System. Natürlich. Und dieses System bricht jetzt auseinander. Das heißt, du hast dann NBC, die machen dann irgendeine Show, hauen die raus, die Quoten sind scheiße. Dann gucken die nächste Woche ins Internet und sehen, die haben 1,5 Millionen Klicks auf jeder Folge. Ja. Jetzt sagen die, scheiße, wir haben ein Problem. Wir haben ein Produkt, was uns so und so viel gekostet hat. Ja. Aber am Point of Sale, da wo es hingehört, im Vertriebsweg, abends im Fernsehen, guckt es angeblich keiner. Aber es gucken eben doch Leute, was machst du jetzt? Ja. Weißt du, so. Und das ist der Widerspruch, vor dem jetzt alles steht. Und natürlich werden diese Gelder alle dahin wandern, wo du jetzt sitzt. Und du wirst, oder all dieser ganze Kram, das wird das Ding von morgen sein. Es wird alles, ist ja alles eins. Fernsehen wird es nicht mehr geben. Es ist dann einfach nur, man spricht von Fernsehen. Ich wollte gerade sagen, es ist Fernseher, das Fernsehen, ja, ne? Ja, klar. Aber es hat mit Fernsehen, so wie wir das kennen, mit einer Senderanstalt, einem Chefredakteur, einem Redakteur. Ja, dieser, klar. Das ist Gott sei Dank bald vorbei. Auf meiner Reise in den USA war das auch, konnte ich bei Freunden da feststellen, dass die alle, das ist in Deutschland noch nicht so krass, aber alle hatten sie, keine Ahnung, diese Geräte, Apple TV oder hast du nicht gesehen, ne? Die haben alle gar nicht so ein Fernsehen, wie man das kennt, mit einem Kabel und sondern alle gucken nur noch on demand und die haben, es gibt ein paar Produkte, die ich alle nicht bei Namen kenne. So. Also jeder hat eine Box, verschiedene Box. Hier in Deutschland ist, glaube ich, nur Apple TV bekannt, Amazon hat so einen Stick, die haben da bla. Aber du hast recht, man wird von Fernsehen sprechen, aber es ist nicht mehr Fernsehen, sondern es ist, wird eins. Das alles wird eins. Für mich ist das ja, für mich als Internet-User, jemand, der sein Produkt im Internet hat und all das, ist für mich ja eher alles eins. Aber wenn ich darüber lese, was du über das Internet denkst oder was du mir vorhin auch gesagt hast, ist es ja, es ist komisch. Du kennst mich aus dem Internet. Ja. Du guckst meine Sendung, du hast mich angerufen, wir haben gesprochen, du findest die Sachen cool, die ich mache, deswegen haben wir uns getroffen. Aber dann auf der anderen Seite sagst du immer wieder, ja, Internet ist nicht echt, Likes sind nicht echt, Facebook ist nicht echt. Nein, weißt du so, also, oder das wäre von der Realität. Das muss man nicht ganz, nein, das ist ja so, guck mal, du existierst ja, du bist ein Entertainer, den ich mit seiner Qualität da wahrnehme und wo ich so, wenn ich mir jetzt zum Beispiel im Fernsehen rumgucke, da habe ich schon lange keinen mehr gesehen wie dich, so, weißt du? Und da gibt es ja auch noch ein paar andere Kollegen von dir, die sich auch in diesem Internet rumtreiben. Ich spreche eigentlich mehr von, es geht gar nicht so sehr ums Internet, sondern es geht um soziale Medien. Ich sage, dass dieses ganze soziale Mediending, da gebe ich mir die größte Mühe, so zu tun, als gäbe es diese Menschen nicht. Weil ich glaube, das führt nur zu Konflikten und zu völligem Quatsch. Der eine sagt was, der andere muss es kommentieren. Am Ende streiten sich zwei, die sich noch nicht mal kennen. Mhm. Und es ist so, und du denkst, ey Mann, du weißt ja noch nicht mal, wer das überhaupt ist. Das ist irgendein, was ich nicht was. Ich weiß noch nicht mal, ich kenne noch nicht mal diese ganzen, was ist das, Troll, Moll, ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Ich gebe mir einfach Mühe, die nicht ernst zu nehmen. Weißt du, ich behandle diese Follower oder wie auch immer man die, mit Respekt, ich benutze dieses Tool ausschließlich, um meine Interessen, die ich habe als Schauspieler, meistens da rauszuhauen. Im allerseltensten Fall fühle ich mich mal berufen, irgendwie ein Statement zu was abzugeben. Ich finde das auch, aber das ist, also gerade wenn es politisch wird. Absolut, nee, ich finde es aber auch so ein Grundsatzding. So, ne? Also wenn du so politisch wirst jetzt zum Beispiel, das ist halt immer so ein Ding. Ich bin da sehr, sehr vorsichtig, weil ich finde, das ist immer ganz schwer, nur so ein bisschen politisch zu sein. Weißt du, was ich meine? Mhm. So, da bin ich lieber ganz ruhig so, weil ich mir so denke, konsequent, ne? Weißt du, so, dann bin ich, weil ich will das auch, das ist genau wie Charity. Ja. Ich habe noch nie in meinem Leben Charity gemacht, das werde ich auch nie tun, einfach weil ich sage, ich kann das nicht überblicken, weißt du, was ich meine? Ich weiß nicht, wie diese Leute sind. Ich kenne vielleicht zwei von denen. Was dann am Ende passiert, ich weiß nicht. Ich weiß genau, was du und wo ist da die Grenze zwischen Selbstdarstellung und Hilfe? So. Und wenn, weißt du, helfen, Digga, ich meine, du weißt, ne? Also wir alle haben Freunde, wir alle haben ein Umfeld. Also ich glaube, helfen kann man in seinem Leben genug so, ohne dass man das, Was du meinst. So. Also da fühle ich mich nicht berufen. Und deswegen ist das für mich ein ganz überschaubares Tool und gebe mir da Mühe, das möglichst nicht ernst zu nehmen. Und ich glaube, wenn Leute das ein bisschen weniger ernst nehmen würden, dann wird es auch weniger Ärger geben. Also dieses Ganze ist ja auch logisch, wenn du daran gewohnt bist, guck mal, im normalen Leben hast du ja auch bestimmte Umgangsarten einfach. Wir alle leben ja in dieser schönen Welt nur, weil wir uns irgendwann mal darauf geeinigt haben, dass es sowas gibt wie Höflichkeit, Diplomatie und all diese Dinge. Und wenn die jetzt den Bach runtergehen, weil keiner von diesen Facebook-Wichsern den Leuten mal, das denen einfach verbietet, bestimmte, weißt du, wenn da einer jetzt Ötze
hinschreibt, verdammt nochmal, wieso kommt da nicht einer, der sagt, Typ, solche Worte werden hier nicht gebraucht. Genau wie deine Mutter früher am Essenstisch gesagt hat, das sagst du nicht. Dükscha. Weißt du, was ich meine? So. Weil logischerweise, wenn du das zulässt und wenn man das dann über Jahre macht, als Jugendlicher auch noch, ja, weißt du, deine Mutter verbietet dir diese Worte, aber du hackst sie jeden Tag ins Internet, weißt du, dann machst du das vielleicht irgendwann auf der Straße auch mal. Und das ist ein Problem, weil darauf basiert ja unsere gesamte, unser Zusammenleben hier, weißt du, dass wir sagen, okay, so, wir haben vielleicht verschiedene Meinungen, aber hey, ich werde dich deswegen nicht beleidigen oder Streit mit dir anfangen. Und da sehe ich ein gewisses Gefahrenpotenzial, sagen wir mal so. Und deswegen sage ich für mich so, ich nehme das nicht ernst. Das ist ein Marketing-Tool, es existiert, aber es bedeutet mir nichts. Du kannst morgen diesen Stecker aus diesem Facebook rausziehen und aus diesem Twitter rausziehen und aus diesem sonst wie sie heißen und ich würde noch nicht mal müde lächeln. Weißt du, was ich meine? Es würde mein Leben nicht beeinflussen, in keinster Art und Weise. Ja, das ist ich bin komplett als Künstler, komplett unabhängig von der von ja, weil, Medien. Ja, weißt du? Ich sag dir, okay, pass auf, das sind jetzt zwei Punkte. Zum Glück, aber das liegt auch nur daran, dass ich es seit über 20 Jahren mache. Ah, okay, du hast den ersten Punkt vorweggenommen. Lass mich ganz kurz... Also ich weiß, dass ein junger Schauspieler heute damit anders umgehen muss. Muss. Ist mir klar. Ja. Ist mir klar. Also, den ersten Punkt hast du schon vorweggenommen. Du bist jemand, der schon bekannt war, bevor es Facebook gab. Und diese Leute haben es, wenn sie denn auch gut waren und auch lange auch bekannt waren, wie du, du hast es leichter. Du kannst Facebook benutzen oder Twitter oder so wie einen Flyer für eine Promo für einen Film. Ja? Genau. Aber es gibt ja Leute, die durch Facebook und YouTube bekannt geworden sind, wie zum Beispiel ich selber. Ich meine, ich habe zwar vorher immer auf der Webseite schon gearbeitet, aber es ist ja so, die große Bekanntheit oder die Bekanntheit, die größere, ist durch YouTube und Facebook entstanden. Und für mich ist das anders als bei dir. Du kannst es als Flyer benutzen, für mich ist das meine Plattform. YouTube ist ja meine Plattform. Ist ja auch ein ganz anderer Anspruch, also beruflich ein ganz anderer Anspruch. Ja gut. Die Schauspielerei, viele Leute vergessen ja, dass das ein Beruf ist, auch so richtig. Ich will jetzt nicht sagen, dass das schon das Schöne ist. Nein, nur da geht es um eine andere, also es geht ja darum, willst du als Schauspieler von Anfang mal spielen oder willst du berühmt, reich und weiß nicht was werden? Ne? Ja, willst du Showstar sein oder willst du Schauspieler sein? So. Und ich komme aus einer Zeit, wo, ne, du hast es gesagt, meine Mama war Schauspielerin, ich bin in Theatern groß geworden. Es gab in meiner Jugend, als ich mich dazu entschlossen habe, Schauspieler zu werden, es gab keine Till Schweigers, Matthias Schweighöfers, Leute, die ich hätte, weißt du, bewundern können und sagen können, ey, so wie der will ich das auch machen. Die gab es nicht. Es gab drei Programme im Fernsehen. Einmal eine Episodenhauptrolle beim Fall für zwei, das wäre das Tollste der Gefühle gewesen, weißt du, so. Und ansonsten hätte ich Theater gespielt, so. Das wäre mein Beruf gewesen. Leute in meiner Klasse haben mir noch gesagt, so, was willst du werden, Schauspieler, was ist das? Weißt du, was ich meine? So, voll uncool, weißt du so. Und jetzt ist das komplett anders, aber ich glaube, dass die Basis sich nicht verändert hat. Du musst, du solltest das schon irgendwie auch ein bisschen lernen. Und ich erlebe das so oft, dass junge Kollegen, also Schauspieler jetzt, ne, zum Beispiel da den größten Hackmeck betreiben mit irgendwelchen sozialen Medien und dann kommst du ins Gespräch und dann fragen die dich, ja, was kann man denn machen? Und die erwarten jetzt, dass von mir sowas kommt wie, ja, geh zu dem Casting-Typen oder du musst Agenten anschreiben oder so. Und ich sage dann sowas wie, spielst du irgendwo? Und dann gucken die dich so an und sagen, wie? Dann ich sage, spielst du irgendwo? Nee. Sag ich, ja, warum denn? Die sagen, die wie? Sag ich, naja gut, du kannst einmal jetzt hier im Internet Google it, du wirst sehen, in Berlin gibt es, glaube ich, mindestens wie viel, 100 Laienspielgruppen oder so? Mindestens, vielleicht nicht ganz so viele, aber es gibt welche. Bleib mal warm, bleib. Triff dich mit Leuten, Digga, das ist du, woher willst du diesen Beruf lernen? Wenn du schon, die meisten haben ja auch keine Schauspielschule gemacht, also wenn du schon keine Schauspielschule gemacht hast, was okay ist, musst du trotzdem Routine sammeln. Und diese Routine sammelst du nur übers Spielen. Die sammelst du nicht, weil du irgendwo Caster anschreibst oder schicke Fotos von dir machst oder auf Instagram eine Welle machst. Weißt du, was ich meine? Das interessiert niemanden. Guck dir einen Kollegen an wie Frederik Lau. Lieber Freund von mir, großartiger Schauspieler, du kennst die Karriere, die er gemacht hat in den letzten Jahren. Freddy hat nichts. Freddy hat weder Twitter noch Facebook noch gar nichts. Also das geht auch nach wie vor. Ich bin bei Facebook aber mit ihm. Ganze Scheiße, liebe Kinder. Ich bin bei Facebook aber mit Frederik befreundet. Aber du hast eine private Seite. Also du meinst, er macht nicht diese Facebook-Welle. Nee. Nein, klar, das stimmt. Hat er eine? Ich dachte, der hatte gar keine Seite. Ich dachte, ich bin mit ihm befreundet bei Facebook. Ja, das kann auch sein, dass das irgendein. Aber soweit ich weiß, hat er. Scheiße. Ich bin mit so einem Fake befreundet. Ich rufe ihn nachher mal an und frage ihn mal. Ja. Das wäre nicht schlecht. Ich aber soweit ich weiß, macht er das gar nicht. Nein, in Ordnung. Nee, aber ich weiß natürlich, dass er kein Facebook also oder Twitter-Welle macht. Daniel hat auch keine, glaube ich, Brühl. Dein Brühl, hat auch nichts. August Deal hat auch nichts. Es gibt, doch, August hat. Doch, stimmt. Entschuldigung. Mit August bin ich auch befreundet auf Facebook. Aber es gibt welche, die machen es auch noch so. Und ich finde das ja auch gar nicht schlimm. Das soll man ja auch gerne als Teil davon machen. Also ich finde, es fängt halt damit an, dass du dich für den Beruf interessierst. Weißt du, was aber ich sage mal so, in einer, also ich sagte, ich bin zwar, ich komme, wenn du so willst,
ich komme aus dem Netz, ich habe meine Basis da und so weiter, aber ich hätte auch gerne diese Sicherheit und die kann man sich natürlich mit Jahren Arbeit auch erarbeiten, dass wenn jemand den Stecker mal zieht, wenn man sich das so überlegt, dass du trotzdem deine Bekanntheit, deine Basis behältst und trotzdem noch eine Sendung machen kannst, eventuell auf einem anderen Sender oder auf einer eigenen Homepage oder keine Ahnung. Wenn du das unternehmerisch betrachtest, wenn man, ist es ganz einfach, du hast nur einen Vertriebsweg und dieser Vertriebsweg gehört nicht dir und das ist als unabhängiger Künstler ein Problem. Ja. Ganz einfach. Und das ist das, was viele junge Leute aus ganz simpler unternehmerischer Sicht nicht verstehen. Du kontrollierst deinen Vertriebsweg nicht. Du kannst noch so toll sein auf YouTube. Wenn die dir den Stecker rausziehen, aus was für Gründen auch immer, dann bist du erstmal zumindest ziemlich ausgenockt. Und das ist immer eine Gefahr. Weißt du, was ich meine? Ein Musiker kann zur Not seine Klampfe nehmen, auf die Straße gehen und das Spielen 5 Euro kriegen. Weißt du, was ich meine? Ich gehe Theater spielen. Ich mache irgendwas. Es gibt 1000 Möglichkeiten für mich. Ich drehe in Italien Filme, in Frankreich, in England. Weißt du, was ich meine? Ja, du hast ja dein Standing schon bei den Leuten, die im Geschäft dich buchen müssen. Du hast das ja ohne Facebook und so weiter. Aber deswegen versuchen wir zum Beispiel, auf unserer Homepage oder auch ich selbst, versuchen wir auf verschiedenen Kanälen stark zu sein, dass wenn weil es wird ja rein logisch, also ich meine, worst case, aber es wird ja nicht passieren, dass Twitter, YouTube, Facebook gleichzeitig abschmiert. Wenn Erdogan hier nicht Präsident wird, dann nicht. Okay, ja, aber du hast recht, in einigen Ländern ist das so. Aber, nein, aber es ist nur, muss ich das nur einfach rein... Nein, ich denke tatsächlich darüber nach. Ja, auf jeden Fall. Es ist einfach eine Realität. Ich bin ja auch keine 19 auf YouTube, so, und da macht man sich vielleicht, will keine Unterstellung machen, aber dann andere Gedanken. Aber ich mache mir natürlich Gedanken. Ich habe, wie du sagst, auch die Ausbildung gemacht. Ich habe ja ein Studium abgeschlossen. Ich habe das gemacht, diesen B-Weg und C-Weg ist vorbereitet. Also, ne, aber ich weiß es nicht. Aber andererseits finde ich, das habe ich gemerkt, als ich dich markieren wollte, so, yo, ich treffe mich mit Moritz Bleibtreu, Leute, habt ihr Fragen und so. Außer dass ich gesehen habe, dass du das alles groß geschrieben hast, also aus Versehen groß geschrieben. Was? Alle Buchstaben sind groß, wie sagt man, also... Als hättest du Caps Lock angelassen. So. Als ich meinen Namen geschrieben habe. Ja, Moritz, alles. Nein, Digga, das ist ja, ich habe ja diese Seite. Weißt du, was ich meine? Ja, ich habe ja diese Seite tatsächlich von jemandem übernommen. Ach, du hast es übernommen? Ja, ich bin quasi nur Administrator, also keiner weiß so genau wie ich. Gut, der hat sich irgendwann rausgeklickt selber. Krass. Das war so ein Fan aus der Türkei, Alter. Ja, den ich dann irgendwann angeschrieben habe und habe gesagt, was ist denn da los und so. Der wie die Hälfte der Deutschland dachte, du bist Türke wahrscheinlich. Keine Ahnung. So, aber in der Türkei mögen mich viele über die Filme, die ich mit Fatih gemacht habe und so sind in der Türkei sehr erfolgreich gewesen, aber so, und seitdem habe ich die, deswegen, ich habe da gar keinen Einfluss. Ja, krass. Okay, na gut, auf jeden Fall habe ich dich verlinkt und dann habe ich erst gecheckt, dass du eine Fanseite hast, weil ich wusste nicht so genau, weil ich hatte vorher immer so eine Wikipedia-Seite von dir verlinkt, die immer bei Facebook entsteht, wenn automatisch, das ist eine automatische Seite. Und dann dachte ich so, ach, der hat echt eine Fanseite, gehe ich so drauf, willst du was schreiben, dann sehe ich so halt, ja, du postest halt nicht jeden Tag was, du bist halt nicht so eine Facebooker. Und 130.000 Likes oder so, da habe ich gesagt, das kann doch gar nicht sein, Dicker. Du musst ja eine Million Likes oder so. Das ist der Denkfehler. Ja, du machst halt nichts, ne? Nein, das hat mit machen, ja, das ist sicherlich eins, aber ich glaube, es hat auch wirklich auch was damit zu tun, dass die Leute, die meine Filme hauptsächlich gucken, die sich wirklich dafür interessieren, die sind da nicht mit die sind älter und die benutzen das nur selten. Und das ist... Das ist, ja, so erkläre ich mir das. Weißt es du? Ist auch gar kein Problem. Also ich sehe das, schau mal, ich habe viel mehr Likes als du, aber wir können davon ausgehen, dass du natürlich 1000-mal mehr Bekanntheit hast als ich. Also Like sagt gar nichts, das weiß ich. Das sehen wir in der Musikwelt immer wieder. Ich beobachte immer wieder, ich habe Interviews mit Leuten, die haben unfassbare Klicks und Likes, verkaufen aber am Ende nicht so viel. Diese virtuelle Geschichte ins Reale zu übersetzen, das ist immer die Kunst. Guck mal, ist ein bisschen wie ein Aktienmarkt, weißt du? Das ist so, wie wenn Leute jetzt viel Geld für eine Facebook-Aktie ausgeben, das, was ich nie tun würde, aus welchem Grund? Weil es ist kein Produkt, weißt du, was ich meine? Es ist ja kein Produkt, was man verkauft, das ist erstmal eine Idee. Es ist ein Glaube. Und das ist ähnlich da auch. Du hast dann teilweise Leute, die überschwänglich viele Likes oder was auch immer haben und dann musst du dich immer fragen, worauf bezieht sich das? Ja. Und dann entsteht die Frage nach Content, spätestens dann. Weil natürlich geht das eine Zeit lang gut, wenn Leute, ich weiß nicht, was Menschen alles machen, auf YouTube, weißt du, diese ganz erfolgreichen, das mag für eine Zeit gut gehen. Aber dass das ein geschlossenes Ding bleibt, was dann wirklich über Jahre hinaus funktioniert, das wird schwierig, wenn du dann nicht auch irgendwann anfängst zu denken wie ein Sender. Also, dass du sagst, musst halt mehr machen. Genau. Also ich war jetzt gerade bei den Rocket Beans Jungs zum Beispiel, da haben wir lange drüber gesprochen, die ich auch für hochbegabt halte, die Kerle, die sind also wirklich auch ganz weit vorne, auch so rein visuell, einfach auch wirklich einen tollen Geschmack, gute Jungs hier aus Hamburg. Ne? Ja.
Und die sagen es ja auch, klar, du musst irgendwann aufmachen, weil sonst, klar, wenn du dann nur Games, wird dann halt auch irgendwann langweilig. Und wenn du dann jemanden hast, der Lippenstifte auspackt, das geht vielleicht eine Zeit gut, aber du musst, glaube ich, irgendwann musst du dann sagen, so, jetzt müsst du auch was anderes machen, weil sonst wachsen die ja auch raus. Also die Kids wachsen raus und du musst entweder mitwachsen und du musst halt mehr machen. Ich versuche das auch, also wir versuchen das auch immer crossmäßig noch mehr zu machen und so weiter. Natürlich, aber was, wenn man, ich kenne deine Denke, also im Bereich, das ist ein geschlossener Kreis, immer wieder, wenn ich mit Fernsehschaffenden rede und immer wieder, wir haben darüber gesprochen, immer wieder kommt ja auch ein Pitch auf uns zu oder wir pitchen was beim Fernsehen und es hat noch nicht so geklappt, wie wir das uns wollen, deswegen haben wir es noch nicht, aber wir könnten schon längst auf einen der Sender was haben und wir haben es nie gemacht, weil es sich von der Freiheit des Arbeitens finanziell einfach gar nicht so, das reizt uns nicht, deswegen haben wir es nie gemacht. Aber es ist schon so, dass die sogenannte Außenwelt, so, also wenn wir jetzt sagen virtuell, ne, YouTube, geschlossener Kreis, ist schon so, dass die Leute auf uns zukommen und da was machen wollen. Natürlich. Und wenn man jetzt nach USA, in die USA guckt, wo der Scheiß herkommt, da ist es ja schon lange so, dass YouTube-Star, ich sag mal in Anführungsstrichen, echte Stars sind. Ne? Ja, zum Beispiel, ich war als ich in Hollywood war, da gab's ja diese bekannten Billboards, einen mega groß Dinosaurs hier, der T-Rex ist jetzt im Kino wieder und so. Und dann gab es aber auch ein riesen Plakat von einem so einem Mädel, 14 Jahre, 15 Jahre vom Look. Ja, nein, wahrscheinlich war die 25. So, die guckte dann so und dann war da so ein riesen YouTube-Logo und dann stand da so 1,5, 6, 7, 8, 9 Millionen Fans. So, das war die Information, mehr stand da nicht. Ne? Da habe ich mir gesagt, ja, Dicker, es ist echt. Es ist nicht mehr unecht. Nein, es ist nicht unecht. Es ist nur einfach, wie soll man sagen, es ist halt fragwürdig, aus einem ganz bestimmten Grund. So, alles, was normalerweise, was ist denn berühmt oder so? Es ist vielleicht normalerweise, neu und das musst du erstmal. Ja, aber du musst vor allen Dingen dich fragen, worauf bezieht sich das? Was ist die Basis des Ganzen? Und die Basis des Ganzen ist eigentlich in dem Fall ein halb oder komplett ausverkauft. Deswegen fangen die jetzt ja auch an zu weinen überall in Australien und so, weil sie sich tausendmal drehen müssen oder so. Weißt du, so wo du denkst, es ist ja ein halb ausverkauf deiner Persönlichkeit. Es geht ja hier nicht darum, dass du zum Beispiel irgendwelche Skills in deinem Leben akquiriert hast, wie das ein Künstler normalerweise tut, der, weißt du, dann irgendwann gelernt hat, wie man aus diesem Riesenstück Stein eine wunderschöne Statue machen kann. Und weil der das kann, ist der irgendwann erfolgreich geworden, weil er es lange gemacht hat. Dasselbe geht für die Musik, für die Schauspielerei, blablabla. Wenn es nur noch darum geht, dass du eigentlich am Ende des Tages ein komplett Ausverkauf deines persönlichen Lebens stattfindest, an dem andere teilhaben wollen, dann ist das natürlich gefährlich, weil das musst du ja dein ganzes Leben lang natürlich. Durch. Ja, natürlich. Und ein Leben ist lang. Ja. Und ich glaube, die große Gefahr auch bei diesen ganzen... Ich hab dir vorhin gesagt, das Leben fängt mit 40 an, Leute. Das ist, was viele vergessen, auch... Das sehe ich Leben auch bei jungen Mädels ganz oft, wenn man sieht, wie die dann so, weißt du, so geschminkt und hier und ha und diese ganzen Sachen. Und du denkst, oh mein Gott, du bist 22 und du denkst dir, Leute, Mann, es ist doch, das Leben, es geht doch erst los dann irgendwann. Ja. Ihr habt doch so viel Zeit, du musst doch irgendwas können. Sonst geht das nicht gut 30 Jahre. Die werden sich dann irgendwann alle umbringen oder so. Ja. Und wenn dann, und das Schlimme ist, dann ist das sogar Mitleid da. Ich habe das jetzt nicht genau verfolgt, aber es gab da auf Facebook dieses Mädchen, australische Mädchen, die dann da, und alle so, oh, die Arme, wo ich so sage, sag mal, spinnt ihr, wer hat die denn dazu gezwungen, das zu machen, das ey? Spinnt die? Die soll doch, also ich meine, die ist doch alt genug, also das ist doch ihr Problem, und wenn sie das jetzt macht, ja, mein Gott, also wie gesagt, du bist jetzt gerade, wie alt ist die jetzt, 19, 20? Ich hab nur das Video gesehen. Weißt du, wenn die jetzt schon weint, so, dann wird's schwierig für die nächsten 20 Jahre, sag ich mal. Du hast recht, weil das ist ja schon Optimum so, wie weit kannst du noch gehen? Weißt Ritzen, du? Tattoo, Live, OPs, das hatten wir ja auch schon im Fernsehen. Es muss doch um irgendwas gehen, es muss doch irgendwas können. Aber ich sag das auch, aber das sagen wir auch immer, also wir, mein Team, wir von, und es gibt auch ein paar andere YouTuber, die das auch so sehen. Es ist schon so, du hast schon recht, da muss ich dir recht geben, mehr als 90% der Leute machen ihre Klicks, indem die Eier auf den Kopf schlagen und dann eine Million Klicks machen, mäßig. Also so, wie sagt man, das ist keine Substanz dahinter. Auch sogenannte Comedians auf YouTube, da gibt es echt ein paar gute, aber die allermeisten, das ist so Effekthascherei, so, keine Ahnung, wie ich das sagen soll, mehr Slapstick, mehr ich hau meinen Kopf auf den Tisch und kriege jetzt die Klicks. Also ähnlich wie am Anfang bei YouTube, diese Miau-Katze und Miau-Katze. Das ist halt dieses berühmte, also Warhol-Zitat von den 15 Minutes of Fame, wenn man das jetzt mal globaler betrachtet, dann sind wir genau da angelangt, wo es halt darum geht und dann ist das by all means necessary, weißt du, was ich meine? Dann nimmt man dann halt irgendwie, was man braucht, damit man diese Art von Aufmerksamkeit akquiriert. Bei Frauen hat das dann oft was mit Ausziehen zu tun, bei Jungs mit Ei gegen Kopf.
oder von irgendeinem in einer Dachpappe springen, keine Ahnung. Aber ich, wie gesagt, also es ist ja, das soll ja von mir aus auch alles stattfinden. Ich weigere mich nur eben zu akzeptieren, dass man sagt, das ist dann in seiner Wahrnehmung irgendwann zu vergleichen mit dem, was, weiß ich nicht, ein großer Musiker macht oder ein Schauspieler oder ein Künstler. Da sage ich, nö, das tut mir leid. Also das darf auch nicht sein, ganz einfach, weil du nichts kannst. Und wenn du nichts kannst, außer, ich will ja nichts dagegen sagen, und aber wenn du wirklich nichts kannst, außer Lippenstifte auspacken, dann wird das schwer. Damit 40, ich sage ja gar nichts. Aber das Phänomen ist ja nicht nur bei YouTube. So eine Phänomene, ich will jetzt keine Namen nennen, aber gibt es ja auch im Fernsehen irgendwelche B-Leute, die auch noch lange vor YouTube, Facebook und so, die, keine Ahnung, irgendwelche Ex-Big Brother-Leute, keine Ahnung, die original nichts können, außer dass sie existieren. Die haben darauf Karrieren aufgebaut. Oder Karriere ist vielleicht zu viel gesagt, aber die haben ja sehr viel, ja, und viele auch eben nicht. Aber ich wollte nur sagen, das ist kein Phänomen aus YouTube. Das gab es schon immer. Nein, das gab es schon immer, natürlich. Nur die Wege dahin zu diesen 15 Minutes of Fame, die waren früher etwas schwieriger, steiniger und steil und ich weiß nicht was. Und die Grundvoraussetzung war eigentlich, dass du irgendwas kannst. Big Brother hat das ja quasi erfunden. Die haben damit angefangen, so, du musst nichts können, sei wie du willst. Sei einfach, wer du bist. Das Experiment fast, ne? Big Brother, das Experiment, hast du schon mal darüber nachgedacht? Selbstverständlich, sicher. Hast du eigentlich, bevor du das Experiment, das wollte ich schon immer mal fragen, das ist eine Fanfrage. Hast du, bevor du das gespielt hast, kanntest du das aus der Schulzeit oder so? Ich kannte, also es gibt ja mehrere. Ich kannte vor allem das Milgram. Milgram kennst du auch, genau, ne? Das haben wir gelernt. Das ist ähnlich, ne, vom Prinzip her. Da haben sie das mit den Elektroschocks. Genau. Wie weit geht's Genau. Also Autorität und Gehorsam dieses ganze Ding. Ja, aber das ist ja, mein Gott, das ist ja auch wirklich ein urdeutsches Thema, ne? Also Aber sag das nicht, ich war ja gerade im... ich war gerade in Japan 2 Wochen. Gibt's überall, klar. Japan ist krass, was Autorität von Älteren auch noch angeht. Ja, ich weiß. Dicker, ich habe mal so ein Buch gelesen über genau das. Respekt vor Älteren ist cool, aber wenn es mal, when keeping it real goes wrong, so, weißt du, so, wenn es zu much wird. Und da habe ich mal gelesen, dass es Flugzeugabstürze gibt. Ich glaube, das war Korea, nicht Japan. Weil der junge Pilot, der Assistent oder was, dem Älteren, sich nicht getraut hat, ihm die Wahrheit zu sagen, wir haben keinen Tank mehr, du kannst nicht noch eine Schleife machen. Tower sagt auf Englisch, mach eine Schleife. Ich weiß nicht mehr. Tower sagt, mach noch eine Schleife, wir haben keinen Platz, Dings. Der Junge checkt das, signalisiert das dem Tower, aber traut sich nicht, dem Pilot zu sagen, wir haben keinen Tank mehr, lande lieber jetzt. Und die stürzen ab. Also das ist, wenn keeping it real goes real wrong, so. Von daher, ein elementares Thema halt. Also das ist nicht, also ich will damit nur sagen, ich weiß, das ist immer so ein Ding bei Deutschen, dass die daraus ein deutschen Ding machen immer. So, weil immer, das aber so gemacht wurde. Immer auch, ist es, ja, bei uns Deutsche, aber ey, Dicker, du warst auch du reist viel, ich reise viel, Dicker, andere Länder dieses Problem haben nicht nur wir. Nein, das stimmt, das haben wir definitiv nicht. Aber es gibt sicherlich einen großen Unterschied. Und das ist der, dass das einfach in der Wahrnehmung, in der globalen Wahrnehmung so ist. Ich das zum Beispiel noch also richtig aufgesaugt habe mit der Muttermilch quasi über die Schulbildung und dies, das, 2 Jahre NS-Zeit, lalalala. Digga, und ich muss auch sagen, ich habe in meiner Jugend zum Beispiel in Italien, als ich in den Staaten gelebt habe zum Beispiel, habe ich den Leuten immer erzählt, ich sei Italiener. Erstens A, weil ich auch nicht so typisch deutsch aussehe und B, weil man damit einfach viel besser klargekommen ist. Weißt du, so hast du gesagt, bist du Italiener, ich habe in Park Slope gewohnt, alle so, hey, und wie ist das? Total, So, und da war alles super. Wenn ich gesagt habe, ich war deutsch, war so, hey, hi. Und anders auch genauso, als ich zum ersten Mal in Marokko war, ich schwör's dir, sitze ich da und dann sagst du, wo kommst du her? Und dann sagt der Typ zu mir, ah, bah voilà, mit dir allemand, toi, bah, 7 Millionen de Juifs, comment c'est bien? Ich so, Alter. Die wussten so cool, die fanden das so cool. Ja, von wegen Hitler, top, 7 Millionen Juifs. Ich hab immer Best of Both Worlds gemacht, wenn in Amerika oder keine Ahnung, wenn die Leute über Mercedes angefangen haben zu reden oder so, dann immer, yes, man, I'm German, man, that's us, man. Wenn die mit Nazi Hitler ankamen, ja, bro, I'm Persian, I don't know, man. Man muss sagen, dass Schröder da sehr viel verändert hat. Schröder hat in der Außenwahrnehmung, muss man sagen, ist aber eine Tatsache. Dieses Nein zum Irakkrieg damals hat in der Welt, in der Wahrnehmung der Welt, und dann kam die WM, diese Sachen, vorher noch die EM, an die man sich jetzt nicht mehr so erinnert, weißt du noch, wo die Türken zum ersten Mal, da war nämlich das wirklich das erste Mal, dass die Türken die Fahnen rausgeholt haben, an den Dönerbuden hier, deutsche Flagge mit Hammer und Sichel und so, weißt du, ja, Hammer und Sichel ist das schon, ne? Und das hat er da angefangen. Ne? Ja. Und da ist die Außenwahrnehmung dann irgendwann cooler geworden. Und mittlerweile ist es cool, deutsch zu sein. Ja. Jetzt ja sowieso. Jetzt sind wir ja die Weltnettesten. Ich habe das Gefühl gehabt, was genauso ein Schwachsinn natürlich ist. Ne? Also.
Jedes Land hat, das ist so schwach, jedes Land hat so einen Stempel, die sind nett, die sind cool, die sind das und ich habe ja auch, ich muss sagen, in Amerika oder auch, wo ich auch in Moskau war, habe ich gemerkt, wie krass ich bin selbst als Flüchtling nach Deutschland gekommen. Ich kenne alle diese Vorurteile, ich kenne alle Vorurteile gegen Deutsche, ich kenne alle Vorurteile gegen Flüchtlinge am eigenen Leib, ne? Und so weiter. Und trotzdem, als ich in Amerika war, musste ich zu mir selbst sagen, so, krass, die sind alle viel netter, als du gedacht hast. Aber dann habe ich mir so gedacht, ja, was hast du denn gedacht? Du hast nur Filme gesehen und Nachrichten geguckt. Ne? Das ist halt, man kann sich dagegen nicht wehren. Ne? Nee, das ist leider Gottes so. Das wird aber eben auch leider geschürt. Das ist eine Tatsache. Ja. Und wie gesagt, da spielen eben diese sozialen Medien eine große Rolle. Deswegen glaubt nicht immer alles, was ihr da lest. Und glaubt nicht immer an diese ganzen Posts. Was ist das für eine Welt, in der man lebt, in der Menschen dann ein Bild teilen, wo tote Babys am Strand liegen? Leute, was soll das? Ganz ehrlich, was soll das? Was wird das für dich ändern in deinem Leben? Das muss doch alles nicht sein. Alter. Okay, aber findest, also findest du nicht so Sachen, aber Dinge fangen an mit Aufmerksamkeit. Also jetzt, aber es ändert doch nichts bloß bei aller Aufmerksamkeit, wenn da nicht auch aber was getan wird, wirklich. Aber wenn 100 Leute teilen, also ich kenne diese Diskussion, die wird oft gibt es ja auch, ein Like hier oder da oder ein Foto teilen, gibt den Leuten lieber Geld, sagt man, ne? oder spende doch. Aber ich sag mal so, wenn 10.000 oder Millionen etwas teilen und davon nur 1% Geld spendet oder 2%, ist immer noch mehr als vielleicht vorher. Weil, das mag also, sein. Weißt das ist du, ein sehr idealistischer Gedanke. Natürlich. Ich glaube eher, das ich ist halt, das ich sehe so eher den Widerspruch, wo man sagt, du versuchst, eigentlich ist das ja alles ein Ego-Boost auf eine Art, ne? Weil du dir ein Like ist ein Ego-Boost und jetzt hängt es davon ab, worauf baust du den Ego-Boost auf? Wenn du den dahin machst und sagst, guck mal hier, wie geil ich bin und jemand liked das, nice one, dann war das irgendwie dein Bestreben. Aber wenn es dann darum geht, politisch zu sein, wenn es darum geht, weil das sind dann alles, da machst du eine Diskussion auf, die geht so weit, die ist so viel komplexer als dieser blöde Post, die ist so, und was dann passiert, es wird eine Atmosphäre von Panik und Angst geschaffen, die niemanden etwas bringt. Angst ist ganz falsch, auch in dieser ganzen Situation ganz falsch. Ruhe ist wichtig und das wird definitiv zur Ruhe nicht beitragen, weißt du so. Und deswegen, also das mag sein, aber ich halte das leider für ein bisschen idealistischen Gedanken. Ich glaube, Menschen sind da einfacher und funktionieren so simpel einfach auch, dass man sagt, ja und jetzt habe ich das gemacht und jetzt fühle ich mich besser, weil ich meine, weißt du, meine Haltung gemacht habe und so. Und das ist ja das Gefährliche, weil wenn die Leute dann irgendwann nicht mehr auf die Straße gehen, wenn es wirklich um was geht, weißt du so, weil sie vor ihren Rechnern sitzen, spätestens dann ist es eine Gefahr. Auf der anderen Seite, wenn du dann in Berlin diese TTIP oder wie dieses Abkommen heißt, ne, wenn du dann 200, über, ich glaube, über 200.000 waren da in Berlin, dann wird das in den Medien kaum noch berichtet, wo du dir auch so denkst, wie jetzt? Und wenn dann irgendwie beknackte gerade mal 15.000 Pegida-Idioten irgendwo auf einer Straße Rabatz machen, dann tun die so, wie als würde Deutschland untergehen, weißt du? Und wenn du dir die politische Situation wirklich anschaust, auch mal, natürlich ist das nicht schön und natürlich birgt das alles Gefahren, das ist gar keine Frage. Nur wie gesagt, die Panik bringt da überhaupt nichts. Und wenn du das jetzt vergleichst mit Frankreich, mit Holland, mit Dänemark, da gibt es ganz andere Länder, wo du sagst, wow, Alter, die haben wirklich ein Problem mit Nationalismus. Ich glaube gar nicht, dass wir dieses Problem so krass haben, ich glaube, ganz vieles davon ist aufgebauschte Scheiße, einfach weil es weil dann jeder sich auch berufen, eine Meinung zu sagen. Ganz genau. Und das ist, berufen fühlt, eine Meinung zu haben. Und das ist eben manchmal gar nicht so gut, weil eine Meinung ist eine schöne Sache, wenn sie sich auf ein Wissen aufbaut. Eine Meinung bringt dir gar nichts, wenn du dich nicht damit auseinandergesetzt hast. Und ich würde niemals, weißt du, das irgendwas für ein Foto posten, in irgendeiner Hinsicht, wenn ich nicht wirklich genau wüsste, wie ist es zu diesem Foto gekommen? Was sind die genauen Umstände? Was ist da wirklich ganz genau? Weißt du, was ich meine? Wenn nicht, ist das doch gefährlich, weil man weiß doch nicht, wem man da auch Unrecht tut. Und außerdem stell dir doch mal vor, Alter, ich will jetzt nicht so weit gehen, zu sagen, es wäre dein Baby, Dicker, aber weißt du, was ich meine? So, ne? Das macht man doch einfach nicht. Weißt du, es gibt doch Sachen, wo man sagt, komm, lass das einfach weg. Das ist einfach, weiß ich nicht. Da bin ich vielleicht auch mit meiner Meinung alleine oder so, aber das ich weiß nicht. Ich empfinde das. Ich glaube, das schürt nur Angst und hilft vor allem niemandem was. Mhm. Das ist das Problem. Ich finde auch, dass die sozialen Medien, auch wenn ich sie die ganze Zeit das Gefühl habe, dir gegenüber zu verteidigen, weil ich natürlich so krasser User bin, so, aber ich finde auch, dass
die wie so eine Lupe sind, wie so eine Lupe, wie so ein Brennglas funktioniert. Genau. Ne? Also die können natürlich, ich sehe das immer sehr positiv, aber du hast recht, wenn dann normalerweise der Typ am Stammtisch gesagt hat, hier mal, ja, Ausländer oder irgendwas anderes, ne, da war das, blieb das halt da. Ne? Und jetzt hat er die Möglichkeit, dass Tausende vielleicht in irgendwelchen anderen, also weißt du so. Ich gebe dir ein gutes Beispiel. Man würde heute, generell alle würden sagen, die Jugend ist verroht. Ne? Die Jugend ist viel gewalttätiger, als sie zum Beispiel vor 20 Jahren war oder vor 25, 30 Jahren von mir aus. Ne? Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass es sicherlich stimmt, dass der Umgang mit Gewalt und vielleicht auch die Art der Gewalt als solche sich potenziert hat und auch krasser geworden ist. Aber dass Jungs sich geprügelt haben, Alter, das war schon immer so. In meiner Jugend gab es Gangs, da gab es richtige Street-Gangs, die hatten richtig Kutten. Hamburg Champs, das waren über 350 Kanaken, die rumgegangen sind, alle weggehauen haben, die deutsch waren, denen die Jacken weggenommen haben, dies und das. Ja. Es gab Destroyer, es gab Bomber, es gab, ich weiß nicht was, Skins, Mods, Tats, all diese Gruppierungen, die sich gegenseitig in die Fresse gehauen haben. Das war richtig, also es gab Schlägereien in den 80er Jahren, das kannst du googeln. Könnt ihr euch auf YouTube gerne angucken, wo du, da hauen 40 auf 40 ein mit Duschschläuchen und Ketten und ich weiß nicht was alles. Das hat alles gegeben. Der Unterschied war nur, es gab keine Videokamera, keine Handykamera, die das auf YouTube gestellt hat. Klar. Sondern das ist dann halt passiert und das war's. Aber das stand dann eben logischerweise nicht auf YouTube und das ist das eigentlich Schlimme, dass die Medien jetzt drauf ansprechen. Ja. Wenn du dir Nachrichten anguckst, 50% Social Media Content. In der Tagesschau, absolut. Wo du so denkst, Leute, sag mal, jetzt lasst ihr irgendwelche Leute, die irgendwo sonst wo mit dem Handy rumfilmen, eure Arbeit machen oder was und kommentiert das dann und erzählt dann den Leuten, wie es angeblich war. Wo ich sage, wow, was hat denn das noch mit Journalismus zu tun? Ja. Das geht doch nicht. Ja, und irgendwelche, vor allem, und irgendwelche Schlägereien, wie du das vorhin schon gesagt hast, werden konserviert, wo man eigentlich hätte schon längst vergessen können. Du sagst es. Werden konserviert und immer wieder gezeigt, wenn man sie braucht, politisch oder so. Aber du hast recht, es gibt aus dem Zusammenhang gerissen, zeitlich nicht korrekt. Das gibt es ja alles. Ja, das gibt es alles. Aber es gibt tatsächlich ja wissenschaftliche Erhebungen, also Statistiken, dass die Gewalt ja gerade bei Jugendlichen runtergegangen ist. Es ist weniger geworden. Siehst du? Es ist viel weniger geworden. Das wusste ich jetzt nicht. Ich glaube, es ist so, dass man sagt, am Einzelnen ist es härter, aber es ist in der Masse ist es viel weniger geworden. Aber was viel krasser ist, es gibt auch dieses Zitat, ich weiß nicht mehr, einer der alten Griechen, keine Ahnung, Sokrates, Pilates, Aristoteles. Es gibt wirklich so ein Zitat, dann sagt er, die Jugend von heute, ne, ist nicht mehr, bla, haben keinen Respekt mehr vor dem Alter, machen, was sie wollen, bla, bla. Und das ist ein 3000 Jahre altes, also damit will ich nur sagen, die Jugend von heute, das kannst du in jedem Jahrzehnt immer wieder sagen. Also das ist für mich gar kein Maßstab. Weißt immer du? Wieder. Der Unterschied ist vor allem der, ja, der Unterschied, und deswegen macht das sogar Sinn, was du sagst, dass das weniger geworden ist, weil ein riesen Konfliktpotenzial früher ist ja daraus entstanden, dass, eine bestimmte Haltung, eine politische, meistens eine sozialpolitische Haltung zu einer Gruppierung gehört hat. Das heißt, du hast dann eben die Mods gehabt. Die Mods haben, weißt du, diese Verrückten mit den Spiegeln an den Scootern, die mit den Kutten und so, Quadrophenia, dies, das, gar gehört und so. Ne? Also man hat eine Richtung, man hat eine politische Richtung gehabt. Genau. Das ist ja heute gar nicht mehr. Richtig, es ging um was. Ne? Genau wie bei Rap. Als Rap aufkam in meiner Jugend, da ging es um was. Da ging es um die Rechte der Schwarzen, es ging um soziale Ungerechtigkeit, es ging um alles Mögliche. Es war eine politische Musik. Geprägt, die frühen, weißt du ja, von bis X-Clan, bis das war ja alles wirklich Politik so. Und deswegen hast du dich natürlich mit Leuten gehauen, die das nicht so gesehen haben wie du. Ganz einfach. Das heißt, das Konfliktpotenzial war alleine schon deswegen da. Da ging es nicht um Rasse oder dies und irgendwas, sondern es ging einfach nur darum, du hörst eine andere Mucke oder du trägst eine andere Jacke. Das finde ich scheiße. Weil die Jacke, die du trägst, bedeutet, du bist ein Kind aus reichem Hause. Du bist ein Popper. Genau, so hießen die damals. Genau, ganz und deswegen kriegst du auf die Fresse und ich nehme dir die Jacke weg. So, weil ich nicht so eine Jacke habe. Und heute hat sich die Jugendkultur, das siehst du ja auch am Rap ganz stark, eigentlich auf einen gemeinsamen Nenner eingegruft. Also weißt du, früher zum Beispiel, ich als Rap-Kind, das war ja als Hip-Hop-Kind der ersten Stunde, das war ja verboten, andere Musik zu hören. Weißt du, was ich meine? Das Einzige, was noch ging, war Soul, Funk, Black, Reggae, alles andere war auf. So Rockmusik, Stromgitarren, dies, das ging gar nicht. Hausmusik, gar nicht. Weißt du, was ich meine? Das war richtig Nazi-mäßig. Ich war ein richtiger Rap-Nazi. Ich habe, bis ich vielleicht 24, 25 war, habe ich keine andere Musik gehört. Da war ich komplett, es ging nur um Rap. Und danach erst kam das, was ich gesagt habe, das ist auch ein bisschen doof eigentlich, ne? Es gibt so viel gute Musik auf der Welt. Aber und dann hat sich das geändert. Ist ja so, Aber deswegen hat man dann jemand anders gehauen, der tatsächlich andere Musik gehört hat. Und das ist heute nicht mehr so. Heute geht es vor allem mal um Kohle. Heute wollen alle irgendwie ihren Bling und wollen ihre Bit und wollen dies und das. Ja.
Und da gibt es keine Konflikte mehr. Also weißt du, zwischen, ich bin immer wieder fasziniert, wenn du so auf irgendwelchen, weiß ich nicht, in irgend so, selbst in Bars oder so, wo du dann siehst so Menschen aller Couleur und du hast dann so eine Alte, die dann, keine Ahnung, Entschuldigung, eine Frau, die dann, weißt du, so mit so rot Dings, sieht aus wie eine Punkerin, überall gepierst. Aber ne? Hört Techno oder, ja, oder Rap. Oder Rap, oder Rap. Du oder kannst Rap. Ja gar nicht mehr auseinanderhalten. Wie so, geht das? Das wäre früher vollkommen unmöglich gewesen. Ja, ja. Und daran siehst du eben, und das macht Sinn, das spricht dafür. Ja. Weil wenn du dich nicht mehr dafür haust, dass du Dinge anders betrachtest, dann ist natürlich, welcher Grund bleibt dann noch? Vielleicht der andere, nämlich, dass ich dir die Jacke wegnehme, die ich mir nicht leisten kann. Okay, weißt du? Aber ich habe das nie so empfunden. Ich denke immer so, vieles davon ist gemacht und ist aufgebauscht. Und man darf bei der ganzen Scheiße nicht vergessen, und das hat mit Verschwörungstheorien nichts zu tun, aber Tatsache ist, dass Angst nun mal ein sehr hilfreiches politisches Mittel ist. Das ist eine Tatsache. Bei jedem großen Diktator aber Angst die Waffe gegen in jedem politischen System, Bruce. Das ist einfach so. Wenn Leute Angst haben, konsumieren sie. Das ist ganz einfach. Und sie gehen dahin wie bei Schafen, wo sie halt hinhaben willst. Das ist und alles, was man tun kann, um Menschen Angst zu machen, wird man machen. Und das ist schade. Deswegen darf man sich davon nicht einholen lassen, glaube ich, und diesen Kack auch noch mitmachen. Weißt du, was ich meine? Sondern einfach mal sagen... Ja, ja, das stimmt. Streitet ihr euch mal schön, aber, beleidige mich, Olli Schulz, Herr Böhmermann, wir sehen uns ja. Bruce hat mir das erzählt, ich wusste das gar nicht. Nee, ich habe auf dem Weg, wegen dieser McDonalds-Sache, ich hatte, nee, du hast mir das ja erzählt, dann habe ich das bei YouTube eingegeben, um zu gucken, wo du das schon mal, wer und wo du das schon mal gesprochen hast. Und dann kam gleich Böhmermann, weil er natürlich nichts auslässt, wo er reintreten aber kann. Aber ich verstehe das, das ist sein Job auf eine Art, weißt du so. Und ich verstehe auch die Haltung dazu, das ist überhaupt, das ist vollkommen okay, jeder darf mich so viel Scheiße finden, wie er will. Und dafür sind die sozialen Medien dann auch da. Ja. Gut, wenn der sich jetzt in der Sprache vergreifen würde, aber das wird er ja nicht getan haben, dann würde ich das vielleicht auch persönlich blöde finden, weil ich ihn ja vielleicht sogar irgendwann kennenlerne. Er kann sich in der Sprache aber eh nicht vergreifen, weil er nur eine kennt. Aber, weißt du was, guter Umgang, guter Übergang, von diesem Social Media zu dem McDonald's-Thema, weil das ist eigentlich eigentlich habe ich gedacht, wir brauchen darüber nicht reden, es ist over, weißt du? Nur ich habe persönlich eine andere Meinung, wie viele Leute, die dich da angesaugt haben. Ich habe auch versucht, mit meiner Freundin darüber zu sprechen, merkst du, so zwei Stunden, ja, so ein Ding, ja, gleich. Auf jeden Fall zu sprechen. Und weil ich habe gefragt, ne, sag mal, hast du das noch im Blick, McDonald's-Werbung, Moritz Bleibtreu? Ist an mir vorbei wahrscheinlich gegangen, die Werbung. Und dann sagt die so, ja, da hat einen Shitstorm gehabt. So, ne? Und dann sagt sie, aber warum? Und dann sagte sie so, ja, das ist doch einer der bösen Konzerne. Dann habe ich gesagt, ja, aber ist ja jetzt nicht Nestle, habe ich gesagt, ne, so mäßig. Das ist egal, der Punkt ist ja der. Nein, was, ich habe dann gesagt, aber ne, ich habe jetzt versucht, so zu checken, warum und bla und keine Ahnung, McDonald's-Werbung hat schon jeder gemacht und das ist jetzt natürlich kein Grund, ne, aber ich meine nur, nicht jeder wurde dafür so hart angegangen. Stefan Raab hat das ja auch mal gemacht und so. Und, ich habe es ja alleine mit 8 Leuten zusammen. Ja, und du hast, mit, genau, Vogel war dabei. Dies, das. Ja, genau, und dann habe ich mir so gedacht, so, okay, und dann habe ich versucht mal, also ich habe wirklich versucht, darüber mal nachzudenken, warum du dafür so angegangen wurdest. Und dann habe ich mir so gedacht, eigentlich war es ein Kompliment, dass sie dich so angegangen sind. Das ist gut, dass du das sagst. Ich kann es dir nicht sagen. Mir haben das Freunde dann auch genau dasselbe gesagt. Das siehst du als Kompliment. Habe ich auch. Ja, weißt du, warum? Das ist der Quatsch völlig eigentlich. Also weißt du, warum ich das als Kompliment sehe? Weil sie dich so lieben. Und sie denken, warum geht der rüber zu dem Team? Bleib doch in unser Team. Ja. Weil vorhin hast du ja über die Nachbarschaft was gesagt. Da habe ich zu dir gesagt, ja. Du bist ja auch einer, man kann das ja ohne Schleimerei sagen, du bist ja einer der beliebten Stars. Es gibt ja auch Stars, die sind ein bisschen eckig und kantig und dann mag man sie vielleicht nicht in seiner Nähe haben oder die haben mal eine Aussage gemacht. Aber du bist ja schon jemand, also als Nachbar, ich glaube, dass die meisten Leute sagen würden, ey, Moritz Bleibtreu, als mein Nachbar, ja, klar, zieh ein. Ne? So, es gibt ja auch andere Stars. Ja. So. Also jetzt nicht, ich meine das jetzt gar nicht so schlecht oder gut, ich meine einfach nur, du bist beliebt und ich glaube deswegen, weil du so für die Leute so ein Sympathieträger bist, vielleicht haben die deswegen dich so angegangen und sagen, ja, aber warum bei den bösen Vereinen? Wobei eigentlich total krass, weil McDonald's so, Digga, da hast du selber, glaube ich, auch in meinem Interview gesagt, das kann mir doch keiner erzählen, das ist doch, alle essen doch da. Alle. Das macht doch jetzt nicht so eine Dings. Das ist eine grundsätzliche Diskussion, die existiert, seit die Leute gegen Kernkraft auf die Straße gegangen sind und zu Hause das Licht anmachen bloß. Ja.
Du verstehst du, es ist, wir leben in einer Konsumgesellschaft und was möchtest du, ich habe immer auch gerne als Argument gesagt, was möchtest du denn jetzt? Möchtest du McDonald's verbieten? Ich möchte das nicht. Ich möchte in einer Welt leben, wo es sowas gibt und wo jeder die Freiheit hat, für sich zu entscheiden, ob er da hingehen kann oder nicht. Wenn der Konzern in sich Sachen macht, wie übrigens jeder Global Player auf dieser Welt, wo du auf Sachen stößt, die jetzt nicht gerade fein sind, und das gilt für jeden, für jedes große Unternehmen, auch für Alnatura. Es gilt für jedes scheiß große Unternehmen. Ja, dann ist das okay. Ich glaube, es gibt eigentlich bei der ganzen Geschichte für mich nur eine Grundsatzfrage eigentlich. Und die ist, macht man überhaupt Werbung? Das ist, glaube ich, die einzige Frage, die auch die einzige Kritik, die ich, über die ich mit jemandem akut reden würde oder diskutieren würde, weil alles andere, da ist, wie soll man sagen, das ist so komplex, dieses Thema. Und wenn du glaubst, dass es die Welt besser macht oder zu sagen, wie scheiße du das jetzt findest, dass ich das mache, oder wenn du glaubst, dass das irgendetwas ändert, dann okay, aber das wird es nicht tun, sondern es kommt ja sogar noch dazu, das kann man jetzt, und das Lustige ist, wir reden jetzt drüber, das ist 3 Jahre her, ne? Ja, das kann man jetzt sagen, weil in dem Jahr zum Beispiel haben die doch ihr M grün gemacht auf den Autobahnstellen und machen nur noch Bio. Übrigens voll scheiße, das darf ich hier mal als Konsument sagen, voll scheiße, McDonald's, ihr rennt in die falsche Richtung. Ja, weil das ist doch Quatsch, jetzt machen alle auf vegan und dies und das und bar und jetzt ausgeht, jetzt machen die auch diese. Das Problem ist bei McDonald's. Und ich sag das wirklich, das muss ich nochmal dazu sagen. Ich sag das, ich bin ein leidenschaftlicher Koch. Ich weiß, da hast du Ich habe bei McDonald's gearbeitet. Das war übrigens das Dritte, was du immer sagst. Vorhin habe ich gesagt, 3 Sachen über dich. Wenn man kurz googelt, 3 Sachen weiß man immer. Du wärst fast Koch geworden, du kochst sehr gerne und du siehst das als Kunst. So sieht's aus. Und du hast bei McDonald's in Frankreich gearbeitet und du hast nichts dagegen, dass du 3 Euro bezahlt haben. Richtig. Also, wenn man kurz googelt. Verstehst du? Also, ich verstehe das ja. Ist alles Mann, cool, es ist aber alles viel komplexer. Es ist immer so leicht, sich Dinge einfach zu machen. Und es ist immer so leicht, einen Schuldigen zu finden. Es ist doch so aber leicht. Das ist wie, was ich vorhin gesagt habe. Es kann doch nicht darum gehen, dass man sich darüber definiert, was man scheiße findet. Das ist doch so einfach zu sagen, oh, ich finde das kacke. Dann findest du einen anderen, der sagt, oh ja, finde ich genauso scheiße. Und jetzt seid ihr eine Gang oder was. Ja. Das ist doch viel komplizierter und auch viel, dafür brauchst du viel mehr Mut, dich hinzustellen und zu sagen, ich finde das aber geil. Mhm. Und gerade wenn 20.000 sagen, sie finden es scheiße, also macht es doch viel mehr Spaß. Warum soll ich denn über die Dinge reden, die ich blöd finde? Das ist doch doof. Lass das doch einfach geschehen und gut ist. Mein Gott. Ja. Ich habe das verstanden. Ich wusste es auch. Ich wusste auch, dass vorher, ich das... Ja, klar. Echt? Ja, ja. So vehement nicht. Ja, dann muss das Cash ja gestimmt haben. Aber ich sag dir ganz ehrlich... Wenn Cash nicht gestimmt hätte ich das sowieso nicht gemacht. Ja, natürlich. Aber guck mal, ne, ganz ehrlich. Guck mal. Ich sage immer so, keine Ahnung, die Leute sitzen da mit ihren Klamotten, also egal was sie anhaben, die können mir nicht erzählen, dass sie kein Shirt von H&M, Nike-Schuhe oder bla haben und dann lästern die über McDonald's-Werbung. Und es ist ja im Prinzip, haben wir alle einen Widerspruch. Also selbst ich, du lebst in dieser Welt. Es gibt nur eine Möglichkeit, deswegen habe ich das Beispiel vorhin genannt mit dem AKW und das stimmt ja wirklich. Ja. Also womit hat das alles, na, damals Atomkraft, nein, Leute gehen nach Hause und machen das Licht an. Wo du sagst, macht keinen Sinn. Du musst, wenn du bewusst, wenn du wirklich sagst, ich möchte das nicht und ich möchte ein Lebensmodell entwerfen, was dem komplett entgegensteht, dann musst du dir einen Bauernhof hier um die Ecke besorgen, du musst deine Kartoffeln anbauen, deine Möhren und das finde ich super, wenn du das machst, geil. Und dann wirst du auch keinen Grund haben, du musst dein Facebook abschalten, deinen Twitter abschalten, diesen ganzen Quatsch abschalten und ein Leben leben, was du selber dann autonom in der Hand hast. Wenn du das tust, super. Finde ich das, Bombe. Aber ich werde das nicht tun. Ich lebe, wie ich lebe. Und ich möchte auch, dass man mir das zugesteht. Weil ich habe ja niemandem was getan. Ich habe ja deine Schwester nicht beleidigt. Ich habe nicht... Verstehst du, was ich meine? So. Und deswegen kann ich da eigentlich auch nur müde drüber lächeln. Deswegen weiß ich auch, dass egal wie groß so eine Kritik dann ist, was soll da großartig, also was soll mich daran sauer machen? Also bei jemandem, ich wusste das noch nicht mal, aber bei jemandem wie Böhmermann und Schulz zum Beispiel, das ist doch deren Job. Also das müssen die ja machen. Die können ja nichts. Weißt du, was ich meine? Ja, das weiß ich gar nicht. Nee, das habe ich jetzt gesagt. Ich mag die ja sogar, aber das ist ja deren, sollen sie machen. So. Ja. Es ist ja gut, dass du das machst, damit die was zu reden haben. Also nicht die beiden, sondern damit die Hater was zu reden haben, muss ich sagen. Aber weißt du, andererseits, scheiß mal jetzt auf die Hater und so, aber andererseits, meinst du, das ist, also ich sage nur ganz kurz, ich bekomme ja bei YouTube, das meiste Geld, was wir verdienen, ist ja kein Geheimnis über Werbung. Ne? Wir haben verschiedene Werbung, wie auch beim Film das so ist. Es gibt eingeblendete Sachen, es gibt auch Product Placement. Ich muss sagen, dass ich zu ein paar Product Placements auch schon Nein gesagt habe, wo auch gute Summen waren, weil ich mich damit überhaupt nicht gesehen habe. Ne? Ich schätze einfach, ich unterstelle dir einfach als bekanntes Gesicht in Deutschland, dass du zu genug Sachen auch schon Nein gesagt Natürlich hast. Und deswegen, und ich finde, McDonald's ist so ein Ding,
Also ich scheiß mal jetzt drauf, was ich dazu sage. Ich will nicht aber, bewerben, was ich nicht konsumiere. Aber okay, das ist auch so ein Satz, der kommt von dir oft. Aber weißt du was, also der, den man hörte in dieser McDonald's-Debatte. Aber ich wollte sagen, ist das ein deutsches Ding? Wenn wir mal in die Staaten gehen, Filmschauspieler macht Werbung für McDonald's, wird das jemals überhaupt diskutiert? Hm. Ist das so? Ist das ein deutsches Ding? Weil wir vorhin so über viel über deutsches Ding geredet haben und so weiter. Ach, ich glaube, das Problem ist viel kleiner. Das ist, sicher jein. Also viele Amis kommen ja auch hier rüber. Werbung ist immer, man muss natürlich auch mal eins dazu sagen. Also wenn du dir anguckst, dass, wenn du dir einen A-List-Star anguckst, wie Cruise, Pitt oder wie sie auch immer heißen, der braucht keine Werbung für irgendwas machen. Bruce. Weißt du, was ich meine? Und wenn ich verdienen würde, was der verdient, glaub mir, dann würde ich auch keine Werbung für irgendwas machen. Das ist ja aus der puren Notwendigkeit heraus geboren. Gerade wenn du, so wie ich, viele Filme machst, für die du halt sehr wenig oder vielleicht also wirklich wenig Geld bekommst, eben weil die Publikumserwartung nicht so hoch ist und ich den Film trotzdem machen will, dann wäre das schwer für mich, einen bestimmten Lebensstil, ein bisschen so querfinanziert. Den ich gerne führen will, das gebe ich gerne zu. Ich möchte nicht leben wie eine Kirchenmaus, wollte ich nie, ich wollte immer gut leben. Und da finde ich meinen Weg, der hoffentlich so läuft, dass ich mir da immer jeden Morgen mit Stolz in den Spiegel gucken kann, weißt du, und gleichzeitig gut leben kann. Und wenn mir so ein Werbedeal das ermöglicht, dann mache ich das. Ne? Und deswegen sage ich, es geht für mich dann eigentlich nur um zwei Sachen. Machst du das überhaupt grundsätzlich? Und da ist es in Amiland so, die brauchen das nicht. Deswegen machen sie es ganz oft in Europa. Das sind ja dann diese Kevin Costner für Thunfisch. Weißt du, das sieht in Amerika keine Sau. Stimmt, das weiß man nicht, aber das sieht drüben... Japan, Riesenmarkt, DiCaprio für Autos und so, alles. Krass. Weil da kriegt das keiner mit. Zu Hause. Lassen sich sogar in die Verträge schreiben, dass die Sachen nicht drüben ausgestrahlt werden müssen. Ist im Rap genauso, wenn die hier Feature machen, die Amis, dann ist es in den Listen, also in den Verträgen... Dass es drüben nicht gespielt werden darf. Genau. Und das ist dasselbe Prinzip. Aber YouTube, ne, man kriegt alles mit. Ne, aber da bin ich dann eher so drauf, dass ich sage, nee, wenn ich das mache, dann mache ich das auch öffentlich. Also dann mache ich es halt, weißt du so. Und dann stehe ich da auch zu, weil es macht ja keinen Sinn. Und deswegen ist für mich nur wichtig, dass ich sagen kann, das ist ein Produkt, was ich auch konsumiere. Weißt du, wenn du mir jetzt sagst zum Beispiel, wirb für, keine Ahnung, ein Waschmittel oder so, dann sage ich so, finde ich jetzt irgendwie schwierig, weil ich, weißt du so, man muss das jetzt Ariel und überhaupt, also es gibt so Produkte, wo du einfach überhaupt, wie du gesagt hast, beim wo du keinen Bezug zu hast, wo du sagst, nee, aber wenn ich sage, das ist ein Produkt, da habe ich einen Bezug und wie gesagt, bei McDonald's, ich habe da gearbeitet, ich kenne den Laden in- und auswendig, ich kann dir so eine Filiale schmeißen, weißt du? Darum geht es ja nicht, also das ist ja klar. Dass doch, insofern ist die späte Rache, okay, weißt du, ja. Euro, die ich damals die Stunde bekommen habe, jetzt arbeite ich wieder mit denen, aber ich werde ein bisschen besser eigentlich bezahlt. Haben sie dich ein bisschen besser bezahlt, ja. Genau. Ich habe, ich muss sagen, weißt du was, ich gehe nur ganz kurz auf die Toilette. Yes, Freunde, ich hoffe, es hat Spaß gemacht hier beim, ist aber zu viel Licht wieder. So. Freunde, ich hoffe, es hat Spaß gemacht hier bei Moritz bleibt treu at home. Ja. Ja, es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, ein bisschen zu quatschen mit einem meiner absoluten Lieblingsschauspieler. Von daher, Freunde, schreibt mir in die Kommentare, wie findet ihr Moritz, wie findet ihr seine Filme? Schreibt mir einfach in die Comments, ob es euch gefallen hat. Abonniert meinen Channel hier bei Roots World und liked das Video, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, liked es trotzdem, weil damit rettet ihr, wie immer, ihr wisst ja, wie das funktioniert, sehr viel Regenwald. Weil mit Likes kann man sehr viel auf der Welt bewegen, weiß man ja. Freunde, wir sehen uns die Tage wieder beim zweiten Teil und ich würde sagen, ich halte das Outro kurz und, ach ja, und wie findet ihr neues Dings hier? Ist das jetzt hier eigentlich? Warte mal. Neue Roosevelt-Logo und unten und so. Fandet ihr das cool? Schreibt mir das auch nochmal in die Kommentare. Wir arbeiten noch dran. Ich arbeite noch dran. Mike arbeitet noch dran. Anruf diese. Freunde, ich bin raus. Bis später.